Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir schreiben das Logbuch Nummer 85 und wie ihr wisst, könnt ihr uns nicht nur dort hören, wo ihr uns jetzt gerade hört, das ist nämlich entweder über die Webseite oder über Spotify oder über den Podcatcher eurer Wahl oder über iTunes. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, auf Facebook folgen. Ihr könnt uns Geld geben. Da sind wir extremst flexibel. Also von Bitcoin über Goldbahn, über Brieftauben, über Patreon, PayPal. Wir haben alles. Wir haben auch einen Swag-Shop, also unter laufendendeckend.podcast.at/swag oder /shop könnt ihr ganz viele tolle Dinge von uns kaufen. Man munkelt, dass die Laufshirts und die Beanies extrem cool sind. Haben wir für euch schon getestet. Also deckt euch ein mit Merchandising. Wenn ihr Fragen, Ideen, Feedback habt, sendet uns das. Wir beantworten das gerne. Außer in dieser Folge, da interessiert es uns nicht. Und ihr findet alles Wissenswerte in den Shownotes. Die werden auch dieses Mal wieder sehr aufschlussreich werden. Mit schönen Fotos von noch schöneren Menschen. Weil dieses Mal sind wir nicht nur zu zweit, also der Flo und ich, sondern wir haben einen besonders schönen Menschen da, der sein ganzes Leben lang versucht hat, die Grenzen seiner selbst auszuloten. Und es freut mich ganz besonders, ihn willkommen zu heißen. Hallo Franz. Hallo, das ist aber schön. Ein wunderbares Willkommen und liebe Grüße aus Graz. Danke, dass ich bei euch sein darf. Danke. Ich habe auch was zu verkaufen übrigens. Ich habe auch einen Webshop. Oh, es gibt wunderbare Rad- und Sportklamotten von Franz Preis zu erstehen. Die werden wir alle. Wir verlosen jetzt gleich mal ein Radtrikot, damit ich gleich mal die Bonuspunkte der Sympathien abstaube. Da. Das machen wir. Ich glaube, ich habe auch wissenschaftliche Studien gehört, die belegt haben, dass Swag von uns oder von dir schneller macht und schöner. Richtig. Also auf alle Fälle schöner, schneller, weiß ich nicht. Länger und schöner. Ja. Also, liebe Jungs, ihr habt gehört, die Radtrikots machen auch länger. Jetzt schnell zugreifen. willst du es einfach so verlosen oder machen wir irgendwas Spezielles? Ja, natürlich machen wir was Spezielles. Aber ja. Ich muss mir das jetzt der Stegreif nur überlegen. Also während des Gesprächs wird sicher eine spezielle Idee für spezielle Menschen oder ein spezielles Trikot kommen. Hervorragend, das machen wir. So, wer den Franz noch nicht kennt, der Franz Preis kommt aus der Steiermark und hat offenbar auch aus dem Zauberbrunnen der Extremradfahrer getrunken. Weil in der Steiermark gibt es irgendwo ein Nest. Das hat irgendwie angefangen, glaube ich, mit dem Herrn Fasching. Und seitdem hat er irgendwie, weiß ich nicht, kleine Wundertütchen verteilt wie der Miraculix. Und die sprießen dort aus dem Boden hervor. Und fahren halt einfach so lang, bis ein Ozean da ist oder ein anderer Ozean oder das Wochenende um ist. Also es wird einfach ewig lang gefahren. Aber du hast ja nicht nur das gemacht, du hast ja früher schon ganz viele andere Dinge auch getan. Vielleicht gibst du uns einen Überblick, was du alles so gemacht hast. Ja, wie es für einen klassischen Steirer gehört, habe ich meine sportlichen Sporen beim alpinen Skilauf mir verdient und war als Jugendlicher sehr ambitioniert. Im alpinen Skilauf habe dann mit 17 meine erste sportexistenzielle Krise gekriegt. Und habe dem Skilauf.at gesagt, mir waren einfach diese ganzen Strukturen beim ÖSV zu eng und zu engstirnig und zu starr. Und ich wollte ein bisschen eigenständiger und mehr in Eigenverantwortung handeln. Und habe dann zwei Jahre gebraucht, um mich selbst ein bisschen zu finden und selbst zu erfinden neu. Und bin dann durch Zufall eigentlich im Laufsport gelandet. Und zwar habe ich seinerzeit in Wien gearbeitet und studiert. Und keine Ahnung warum, ich war sonntags im Büro und habe mit Laufsport nichts am Hut gehabt. Und wie ich dann mit meiner Arbeit fertig war, bin ich aus dem Büro rausgegangen und das war da in der Prauterstraße im zweiten. Und auf einmal sind 20.000 Leute bei mir vorbeigelaufen. Und das war natürlich gerade das Wien-Marathon-Wochenende, das sonst vollkommen unspektakulär an mir vorbeigegangen wäre. Und ich habe mir das Treiben dann angeschaut und bin dann mit der U-Bahn
zum Rathausplatz gefahren, Heldenplatz, Zieleinlauf und war begeistert von der Atmosphäre, war begeistert von diesem Ausdruck in den Gesichtern der Athleten zwischen Verzweiflung, Freude, Glück und Ermüdung. Also es war so ein spezielles, wenn man die Leute angeschaut hat, war jetzt ein spezieller Ausdruck in ihrem Gesicht zu erkennen und ich habe gedacht, das muss ja irgendwie cool sein, selbst einmal sowas zu tun. Und das war im Mai 1999. Und ja, dann ist es relativ schnell gegangen. Dann bin ich eigentlich im Juni 99 den Grenzstofflauf gelaufen, im Oktober dann schon Graz. Und Moment, darf ich kurz unterbrechen? Du bist Ski gefahren, da muss man dazu sagen, du bist durchaus exzessiv Ski gefahren. Also du warst jetzt nicht jemand, der zweimal die Wochen trainiert hat, sondern wahrscheinlich eher so 4-5 Mal die Wochen und das über 10-15 Jahre. Ja, ich war 1994 sogar, habe ich jetzt einmal in der ÖSV-Datenbank gesehen, österreichischer Meister in der Kombination und im Slalom in Gaschuren. Wo ist denn das? In Vorarlberg im Montafon. Danke. Ja, und ich meine, das ist ja dann die Kurve zum Grenzstaffellauf ist ja relativ kurz. Weil wann ist der Wien-Marathon? Der ist irgendwann im März? Nein, März? Mai. Im Mai war er, ja. Im Mai. Ende Juni war der Grenzstaffellauf. Genau, und der Grenzstaffellauf, das ist ja der Peter und ich haben ja schon davon berichtet, das war ja, wo der Peter so grandios eingegangen ist. Das sind ja, ich meine, offiziell, glaube ich, sagt er, er ist 52 Kilometer, aber es ist, glaube ich, eine der größten Lügen der Laufgemeinschaft, weil irgendwas ist er, wirklich, ist er 49 oder so? Naja, er war mal 54 und dann hat irgendein Bauer quasi nicht mehr das Durchlaufrecht genehmigt und deswegen haben sie jetzt da im Endeffekt die Strecke umgelegt und jetzt ist er knapp unter 50. Ja, die Strecke variiert immer ein bisschen, weil sie natürlich auch mit Wegerechten und dann werden wieder Holzschlägerungen und so, also es variiert zwischen 50 und vielleicht 52. Aber nochmal, du bist im Mai aus dem Büro gegangen, hast nichts gemacht und bist im Juni den Grenzstaffellauf gelaufen. Also von nix auf Marathon in einem halben Jahr, was manche machen und alle sagen, boah, das ist total ungesund, ist ja eine Geschichte, aber von nix auf in einem Monat, auf ein Ultra. Ja, also retrospektiv sagen, gesagt, muss ich mir eingestehen, es war eh nicht schlau und es war nicht gesund. Also es hat damals einen sehr populären Läufer gegeben, der in der Szene anerkannt war, das war der Jürgen Blechinger, selbst der Steirer, studierter Psychologe und der war damals in aller Munde. Den hat man einfach gekannt in Österreich. Der hat damals eine Marathon-Bestzeit von 2:30 gehabt. Und das ist ein gebürtiger Mürztaler. Und ich habe den angerufen und habe gesagt, du, ich hätte gern, dass du mit trainierst. Und der war zuerst ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ja, dann kommst du nach Graz und machst einfach das mit, was ich mit dir mache. Und ich warte aber nicht auf dich. Und so hat es dann eigentlich begonnen, dass ich da gleich meinen Crashkurs in Sachen Langstreckenlauf gehabt habe, weil der Jürgen war da sehr erbarmungslos. Also entweder bist du mit ihm mitgerannt oder du bist irgendwie halt alleine auf weiter Flur gewesen und hast selber schauen müssen, wie du wieder heimkommst. Was blöd war, weil meistens war man mit seinem Auto auch noch unterwegs. Wenn ich dann auf der Weinebene gestanden bin und der Jürgen war mit dem Auto schon längst weg. Also, das heißt, er hat nicht einmal beim Auto auf dich gewartet? Nein, das war schon eine harte Schule mit ihm. Also er hat mir das auf klipp und klar gesagt. Er hat gesagt, er war damals wirklich im Marathon-Training. Er ist wirklich, wirklich sehr gute Marathons gelaufen und eine sehr gute 10.000 Meter Läufe. Und er hat auch gesagt, er hat keine Zeit und keinen Bock, dass er irgendwie die Zeit verplempert mit mir. Also ich habe dann wirklich einen Crashkurs gemacht. Und das ist dann auch alles eine Zeit lang gut gegangen. In weiterer Folge, und darum möchte ich ja jeden von solchen Experimenten abraten. Natürlich hat dann auch, dadurch ja nicht aus Stahl bin oder aus Granit, bei mir dann auch alles angefangen zum Wettern. Ich habe von einer Plantarfaszitis bis zu Traktusüberlastungen und letztendlich dann was mich dann in weiterer Folge zum Radfahren gebracht hat, eine Marschfraktur in der Tibia gehabt, also einen Ermüdungsbruch im Schienbein. Und das war natürlich auch diese immense Steigerung des Umfanges und der Intensitäten innerhalb kürzester Zeit. Was hat denn wie lange hat zum Beispiel bei dir so ein Plantarfaszitis gedauert? Weil der Jordi kämpft jetzt da seit wie lang? Fast ein Jahr? Ja, über ein Jahr. Ah, also ewig, auch ewig, aber es war schon auch ein bisschen noch, ja, 1999, 2000, 2001, das war schon eine Szene auch noch, wo es halt dann
Mangels Wissen, da hast du halt irgendwie so lange Voltaren gegessen, bis es wieder vorbei war. Oder irgendwelche anderen antiinflammatorischen Mittel, oder bist du halt so lange zum Arzt gerannt, bis der einmal dann, sag mal, Cortison reingespritzt hat und der gesagt hat, das machen sie aber nicht mich verantwortlich, wenn ihnen die Bandel alle abreißen. Okay. Aber es war schon nachher, ja, das Medium Internet wurde noch nicht so genutzt wie jetzt zur Informationsbeschaffung, und da hast du dann halt irgendwelche lokalen Helden gesucht, denen du nachgeeifert hast und auf Biegen und Brechen probiert irgendwie. Damals war auch noch das, je mehr man trainiert, desto besser. Also ja. Da war ja Quantität vor Qualität. Ja. Aber bevor man jetzt, was mich noch interessiert, wird, wie ist das dann eigentlich gegangen bei dem ersten Grenzstaffellauf? Weil ich meine, du hast dich da wahrscheinlich jetzt vollends in das Training gestürzt, aber es war ja trotzdem nur ein Monat ungefähr Zeit, bis der 50-Kilometer-Lauf angestanden ist. Ich glaube, damals war, also meines Erachtens nach habe ich den gar nicht so schlimm gefunden, weil ich da wirklich hypermotiviert war. Ich hab das Feitsch, ich bin immer für den WSV Feitsch Alpin Ski gefahren, und da hat man mich gekannt und alle Trainer und alles. Ich glaube, das war auch ein ganz wesentlicher Vorteil, dass da halt so ein Endorphin- und Dopamin-Flash gekommen ist, weil ich halt auch unterbewusst denen was beweisen wollte. Mhm. Also das ist halt so eine Mischung aus jugendlichen Irrsinn gepaart mit dem Gefühl, anderen irgendwas zu beweisen. Das ist halt, mit Glück ist es gut gegangen. Aber es war nicht so schlimm. Also es war wirklich jetzt nicht ein dramatisches Erlebnis. Ja. Aber ich denke mal, das ist ja immer wieder auch das, was eigentlich einen Ultraläufer oder einen erfolgreichen Ultraläufer dann irgendwie auszeichnet, aber was auch gleichzeitig irgendwie seine größte Schwäche ist. Weil genau dieser Ehrgeiz oder diese Sturheit, wenn du das jetzt negativ auslegst, ist ja das, was dich dann dazu bringt, dass du eben so Dinge wie Race Across America dann im Endeffekt irgendwann einmal machst. Aber es ist genauso das, was dich, wenn das Ganze negativ wird, dich genauso dann irgendwie zu den großen Verletzungen führt. Weil du denkst, du musst irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, oder? Das ist richtig, ja. Also das würde jetzt auch einmal so einfach kommentarlos stehen lassen, das ist schon richtig. Fokussierung, also der Grad zwischen einem gesunden Maß an Fokussierung und einem ungesunden Maß an Sturheit ist natürlich ein sehr schmaler. Man bewegt sich da in einer Grauzone. Und extreme Belastungen sind auch nicht immer gesund, und ja, lass mir das mal so stehen. Also es ist ein schmaler Grad zwischen Irrsinn und Vernunft. Ja, es ist eh schwierig. Ich denke mir immer, was ist normal, und will man zwingend immer normal sein, muss zwingend immer alles gesund sein, das ist eh. Ja, und das verschiebt sich natürlich auch von der Titulierung her die Grenzen ein bisschen. Natürlich ist für mich jetzt sehr vieles, was für einen 10 Kilometer Freizeitsportler abnormal ist, für mich schon normal. Also für mich ist jetzt zum Beispiel 50 Kilometer im Training zu rennen nicht was Extremes. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe halt eine extreme Leistung vollbracht. Mhm. Aber da verschieben sich halt schon auch ein bisschen die Zugänge. Und das ist richtig, weil wenn der Peter sagt, er wird trainieren, ist das für ihn schon extrem. Also da sind die Grenzen halt ganz unterschiedlich. Manche schaffen das ohne Training, manche laufen 50 Kilometer im Training. Das ist jeder so, wie er will. Ich laufe 50 Kilometer auch im Training, nur ich laufe halt nicht viermal die Woche. Völlige Zeitverschwendung. Einmal die Woche auf 50 Kilometer reichen. Da gebe ich dir auch recht. Also ich glaube, um kurz auszuholen, sehr viele meiner Kunden, ich trainiere auch sehr viele ambitionierte Sportler in allen möglichen Sportarten, aber ein Großteil derer trainiert zu viel und hat noch immer das so verinnerlicht, je mehr man trainiert, desto besser. Und die Qualität des Trainings ist sicher höher einzustufen als die Quantität des Trainings. Da hörst du es, Flo. Ja, aber du hast dann erzählt, also du bist dann durch eine Verletzung, die ich jetzt nicht mehr aussprechen kann, ja irgendwann dann zum Radsport gekommen. Wie bist du dann dem verfallen? Weil das hast du ja auch dann nicht nur so ein bisschen betrieben, sondern bist ja da auch dann etwas ins Extreme gegangen, wenn man das jetzt so sagen kann. Naja, grundsätzlich war die Herangehensweise immer die, auch beim Laufen, ich bin ja dann sehr lange Läufe auch gerannt, etliche Hunderter und 48-Stunden-Läufe, Indoor und Outdoor, das war sehr, also wirkliche lange Geschichten, 300 Kilometer, und für mich war immer der Blick hinter die Kulissen, also der Blick hinter den Vorhang, wenn man so will, interessant. Ich habe immer versucht zu eruieren, wenn ich jetzt 100 Kilometer laufen kann, gehen dann 120 auch, oder wenn 120 gegangen sind, gehen 150. Und auch damals hat sich ja schon in der Szene ein bisschen was getan. Da hat es den Spartathlon gegeben in Athen, und dann Ungarn hat eine gute Szene gehabt im extremen Langstreckenlauf. Das hat sich heute, glaube ich, noch.
Also die sind da noch immer sehr, sehr weit. Also gerade diese Stundenläufe. Ja, die Ungarn und die Tschechen und Polen, also denen fällt einfach, glaube ich, die Kohle, das Radrennen fahren, dann machen sie halt Läufe. Ja. Aber die wirklich eine gute Szene. Vom Team Vegan einer, der läuft gern so Rennen in Tschechien und in dem Eck, weil die einfach so Low-Key-Rennen sind. Die machen nicht viel Aufwand, aber die haben halt leibende Strecken und kriegst immer einen Platz und bist ein bisschen abseits des Mainstreams. Richtig, und das war damals auch schon so und eben, ja, und meinem Körper ist es dann irgendwann zu viel geworden, dann bin ich zum Arzt und der hat gesagt, ja, jetzt ist einmal sehen Sie mit Laufen. Sie können nicht schwimmen, Aquajoggen und Radfahren. Damals war ich übrigens auch noch in Wien und habe sehr viele Stunden dann Aquajoggend im Oberkringer Hallenbad verbracht. Das war damals eine sehr eigenartige Situation für mich, weil ich war schon großflächig tätowiert und bin dann stundenlang da drinnen mit meinem riesen Aquajog-Gürtel zwischen Planschen Kindern gejoggt. Mit einer riesigen Poolnudel. Ich habe sogar Intervalle trainiert beim Aquajoggen. Wie geht das? Ja, du hast einfach die Kadenz erhöht und die Frequenz und spritzt in alle Richtungen. Ich hätte mir dich jetzt eher vorgestellt, dass so als voll tätowiert neben den alten Omas. Das war jetzt so mein Bild. Nein, ich habe das dann geflüchtet. Aber ja, es war dann eben, wie es der Peter schon angesprochen hat, die große Ära, wenn man so will, des Wolfgang Fasching im Langstreckenradsport. Der hat damals das Race Across America dominiert und war speziell in den steirischen Medien allgegenwärtig. Und dadurch am Wochenende oft in die Heimat gefahren bin, habe ich das auch alles mitgekriegt über diverse Zeitungsartikel und so. Und dann war ein Schlüsselerlebnis, das muss gewesen sein, Ende 2002. Mitte, Ende 2002 hat der Wolfgang Fasching in Leoben einen Vortrag gehalten über seine Race Across America Teilnahme und den habe ich mir angeschaut und war sehr begeistert von der Art, wie er den Vortrag aufgezogen hat und auch von der Thematik und von dem Rennen, wie er das geschildert hat. Gleichzeitig war ich auch vom Wolfgang, den ich dann glücklicherweise die Jahre dann auch sehr gut kennenlernen habe dürfen und auch gemeinsam mit ihm sehr viel gemacht habe. Ich habe mir dann gedacht, ja, aber für das, dass der so übermenschliche Leistungen erbringt, wirkt er doch recht menschlich. Er war halt auch nur aus Fleisch und Blut und ist dort auf seinem Podest gestanden. Und ich habe jetzt bei ihm nichts Übermenschliches entdecken können. Er war weder besonders dünn, besonders dick, besonders groß, besonders klein, besonders muskulös. Er war eigentlich ein ganz normaler, athletischer Mann. Und da ist es irgendwie so in meinem Kopf gereift, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn der Wolfgang Fasching das fahren kann, dann muss ich das vielleicht jemand normaler wie ich auch fahren können. Irgendwann einmal. Und dann sind irgendwie über die Jahre, dann habe ich angefangen mit kleineren Rennen, also so, das ist losgegangen bei 24-Stunden-Rennen und dann, ich habe mich einfach so dran tastet. Ich habe versucht, okay, was ich gewusst habe damals schon, ist, dass es nicht möglich ist, so wie beim Marathon so einen Kickstart hinzulegen und sagen, so jetzt nächstes Jahr fahre ich Race Across America. Ja. Sondern das war mir schon bewusst, dass man das ganz gezielt aufbauen muss. Und ich habe dann auch wirklich 24 Stunden Rennen gemacht, dann hin zu dem Race Across der Alps. Das geht so über 30 Stunden. Dann bin ich gefahren, Rennen über 1500 Kilometer, 2000 Kilometer, 2500. Dann bin ich als Generalprobe gefahren, 2006 die Tour de France nonstop mit 4000 Kilometer. Und da sind aber 2-3 Höhenmeter dabei, gell? Ja, da haben wir 63.000 Höhenmeter gehabt. Nur damit das die Zuhörer ein bisschen verinnerlichen. Also 63.000 Höhenmeter, das war er dann halt so ein paar Mal den Mount Everest auf, so 8 Mal. Ja. Richtig. Also, das war ein ganz lustiges Rennen. Das ist in Holland gestartet, hat aber leider nur 3 Mal stattgefunden, weil die Teilnehmerzahl doch recht beschaulich war. Aber gibt es leider nicht so viele Leute, die sich das mal so nebenbei an einem Wochenende antun wollen würden. Richtig. Nein, sie wollten einfach ein Pendant schaffen zum Race Across America, ein europäisches Pendant. Nur sie sind dann halt auch relativ bald draufgekommen, dass das aufgrund der ganzen Infrastruktur schwierig ist. Es war zum Beispiel für mich als Österreicher ganz, ganz, ganz schwer, ein großes Wohnmobil aufzutreiben, wo 12 Leute Platz haben. Also da hast du gerade mal irgendwo in Belgien haben wir dann eins gekriegt. Und in Amerika kriegst du sowas in jedem Hausweg. Also, naja, und auch die Breite der Straßen. Und wir waren dann in Südfrankreich, da sind oft Straßen so breit wie ein Feldweg. Also es war einfach, ich glaube auch für die Veranstalter sehr schwierig, auch mit den ganzen Behörden, länderübergreifend
es war sehr schwierig, da einen Modus operandi zu finden, der das Rennen dann, glaube ich, auch längerfristig finanziell lukrativ macht für diejenigen, die es veranstaltet haben. Ich kenne das nur, ich habe das ja mal, Entschuldige, ich habe das ja mal gehört, es gibt ja auch diese Transläufe, wo du quasi quer durch Europa laufst und selbst die haben ja irrsinnige Probleme mit diesem ganzen logistischen Aufwand, weil das über mehrere Länder geht und so. Und da ist Amerika dann einfacher, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das dann bei denen mit Bundesstaaten so ist, weil da gibt es ja noch auf unterschiedliche Gesetze pro Bundesstaat und so. Aber ist das einfacher. Du hast ein Land, du hast einmal Roaming, du hast einen Telekommunikationsanbieter. Das war damals auch alles sehr schwierig mit Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Also die ganzen Geschichten und so. Ja, sie haben es versucht, das Rennen auf die Beine zu stellen. Dreimal ist es ihnen gut gelungen und es war ein cooles Rennen. Und für mich gleichzeitig die Generalprobe. Ich habe das damals in 9 Tagen und ein paar Stunden absolviert und für mich war dann zu dem Zeitpunkt klar, 2006, dass ich das Risiko aus Amerika fahren möchte. Ich war dann auch schon qualifiziert, ich habe mich beim Rennen in den USA, beim Furnace Creek 508 in Kalifornien qualifiziert und wenn du so einen Ram Qualifier absolviert hast, hast du dann 2 Jahre Zeit, um am Rennen teilzunehmen, sonst verfällt es wieder. Und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und mit meinem Geschäftspartner und habe gesagt, okay, jetzt 2008 werde ich 30. Das wäre irgendwie stimmig, so mit 30 Risiko aus Amerika zu fahren und mal schauen, ob das realisierbar ist. Finanziell auch realisierbar. Das war damals auch noch eine große Unbekannte. Naja, also mit was muss man denn rechnen? Weil beim Laufen sagst du, oh, ich laufe halt jetzt 24 Stunden, 48 Stunden, weiß ich nicht. Du laufst, von mir aus laufst du 2 Wochen lang durch, völlig wurscht. Aber der Aufwand, den du betreibst, ist grundsätzlich relativ überschaubar. Wenn es an einer Stelle ist, ist es sowieso logistisch easy. Wenn du von A nach B gehst, dann brauchst du halt eine Crew, die irgendwie Badwater Ultra mitmachst, dann musst du ja 2 Teams und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es viel weniger Equipment. Weil beim Radfahren ist ja vom Equipment teuer, ist vom Ersatzteil teuer, ist vom Fliegen teuer, es ist teuer. Mit wie viel musst du da ungefähr rechnen, dass du sagst, einmal möchte ich da mitmachen, ich habe gerade zu viel Geld. Was kostet das von Anfang bis Ende? Ohne Sponsor. Also es ist wie überall im Leben. Also du kannst alles natürlich bis zum Exzess aufblasen, aber eine klassische Teilnahme, ich würde sagen, unter 20.000 Euro ist nichts. Und nach oben hin ist dann relativ breit gesteckt. Also ich war 2012 beim Race Across America mit 16 Personen und 3 Autos. Da kostet es dann ein 30er, 35. Und ansonsten war ich immer mit 10 bis 12 Personen und einem Wohnmobil und 2 Autos. Und dann ist so immer so zwischen 20 und 25.000 Euro exklusive Material. Das rechnet es da nicht mit rein. Und was 10 bis 12 Leute, das sind ja wahrscheinlich Ärzte, Physios oder was für unterschiedliche Typus an Crew braucht man da jetzt, wenn man so ein Rennen machen will? Also ich habe schon immer mitgehabt, also das Race Across America schreibt da niemanden vor. Du kannst mit einer Runde Heimgärtner anreisen. ich habe immer einen Arzt mitgehabt, ich habe immer einen Physio mitgehabt, ich habe immer Diätologie mitgehabt, also Ernährungswissenschaft. Das war mir ganz wichtig und ich habe immer einen gelernten Radmechaniker mitgehabt. Also nie irgendwen, der jetzt so hobbymäßig ein bisschen schraubt, sondern wirklich einen Zweiradmechaniker. Das waren die 4 Posten, die mir ganz wichtig waren. Dann meine Frau als Teamchef, das war auch immer ganz wichtig, weil die ja die Finanzen im Hintergrund geschaukelt hat, weil für mich ist als Athlet das dann auch eine belastende Situation ist, wenn es am Radl sitzt und weißt, dass jeder Tag 4.000 Euro kostet. Also da braucht schon eine Vertrauensbasis zu jemandem, der auch deine Finanzen regelt, weil das Leben bleibt ja nicht stehen beim Race Across America, das Leben geht ja weiter. Und die Visa-Abrechnung trudelt, ob du jetzt Erster wirst oder Letzter, trotzdem am Monatsende in deinen Postkasten. Also das waren die 5 wichtigen Positionen. Dann habe ich noch meistens geschaut, dass ich einen Fotografen dabei habe oder jemand, der sich eben um Promotion, Medien und Aufbearbeitung des Rennens kümmert. Und der Rest ist einfach... das sind flexible Menschen, die teamfähig sind und die alle anderen Aufgaben übernehmen, wie Kochen, Autofahren, Rennlogistik. Ja, und ich denke mal, es ist, also
das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie einfach oder so, aber wenn ich Arzt bin oder Physiotherapeut oder was auch immer, ich meine, man muss dich ja quasi 7 oder ich weiß nicht, wie viel du dann im Endeffekt gebraucht hast, 8, 10, 12 Tage, keine Ahnung, muss man sich ja quasi ständig um dich kümmern. Das ist ja ein Knochenjob eigentlich, die Zeit da, wenn man Crew ist, oder? Ist also, es ja, definitiv. Also das führt auch immer zu großen Spannungen in der Crew. Oder generell, für die Crew an sich ist das Rennen sicher nicht wesentlich einfacher wie für den Athleten, weil du bist halt schon auf sehr engen Raum mit Menschen, die es nicht kennst, und es ist sehr viel Stress, es ist wenig Schlaf, und das haben mir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das natürlich unterschätzt wird. Es fallen dann irgendwann einmal die Masken und Barrieren auch, wenn dann die Nerven blank liegen, und du musst halt sehr, du brauchst halt auch wirklich Leute drinnen, die sich dem Teamgefühl gewidmen und schauen, dass sie das ein bisschen ausgleichen und ausgleichen, dass Puffer wirken und schauen, wo Konflikte entstehen könnten. Und wir haben auch dann immer wieder die Crew umstrukturiert, weil dann der sowieso draufgekommen ist, er halt jetzt nicht mehr mit der so und so im Auto aus, weil die schnarcht. Und es sind dann einfach so Kleinigkeiten, die anscheinend die Menschen dann wirklich auf die Palme treiben. Ja, wenn man einfach, wenn Schlafentzug dazu kommt, dass der sagt mir es auch wie beim Ultralaufen, wenn du irgendwie, wenn's alles weggerissen bekommst, was du aufbaust die ganze Zeit, weil du halt einfach körperlich am Ende bist, dann kommt so ein bisschen auch dein wirkliches Ich durch. Richtig, ich absolut, ja. Und das ist halt sehr monoton auch für die Betreuer. Es wird halt gern so als Abenteuerreise mystifiziert, aber es ist halt wirklich, du sitzt in einem Auto und fährst hinter einem Radfahrer nach. Der hat den zweiten Tag tendenziell schlecht gelaunt ist und immer schlechter gelaunt wird. Also ich kann mir das nicht so wie einen rosigen Urlaub vorstellen. Du fährst ein bisschen Rad, quatschst ein bisschen und dann redst du ein bisschen mit der Crew und dann machst du ein bisschen Pause. Ja, es gibt Situationen, was wirklich lustig ist, und es gibt am 7., 8. Tag noch Situationen, wo dir das Radfahren paradoxerweise sehr leicht fällt, aber zu sagen, jetzt das Race Across America wäre Spazierfahrt oder wäre lustig, wäre vermessen. Also es ist schon ein sehr schweres Rennen und auch ein sehr forderndes und anspruchsvolles Rennen. Was mich interessieren würde, ist, wenn du da unterwegs bist, was für ein Typ Radfahrer bist du? Brauchst du für Betreuung? Dass du sagst, hey, ich brauche jetzt jemanden hinter mir, der mir mit mir Musik zuballert, der mit mir redet, der mir die ganze Zeit irgendwelche lustigen Dinge erzählt. Oder sagst du, wisst ihr was? Die ersten 40 Kilometer haben wir eine Gaude und dann lasst mich bitte einfach eine Woche lang im Kraut. Das ist eine interessante Frage. Das variiert sehr stark. Also dadurch, dass das Rennen ja so lang dauert, hat das auch was mit der Tagesverfassung zu tun. Ein bisschen so wie im Alltag. Du hast Tage, was dir gut geht und Tage, was dir weniger gut geht. Beim Race Across America wechseln diese Phasen ein bisschen schneller. Ich würde jetzt einmal sagen, du hast vielleicht Stunden, die es dir besser geht und Stunden, was dir weniger gut geht. Und ich kommuniziere das dann auch mit der Crew. Es gibt schon Nächte oder Tage, wo du wirklich komplett isoliert da vorne Ruhe haben willst, wo er deinen Funk ausschaltet und einfach nichts hören will und nichts mitkriegen will. Und dann gibt es auch Sachen, wo du wirklich redselig bist und da einmal dir den Kummer von der Seele reden möchtest oder einfach einmal abgelenkt werden. Wir machen dann wirklich alles. Also irgendwelche Quiz-Shows spielen und ich habe schon Spanisch gelernt bei meinem ersten Race Across America. Also wirklich Vokabeln gelernt. Ich habe da ein Mädel gehabt, die hat fließend Spanisch gesprochen und die hat mir dann einfach alles spielerisch erklärt. Bei jeder Stopptafel die Farben dazu, was heißt Rot, was heißt Grün, was heißt Gelb, was heißt Ampel, was heißt Stopptafel. Und so habe ich dann am Ende ganz passabel Spanisch kennen nach den 10 Tagen. Und wie viel Spanisch kannst du mittlerweile noch? Nichts mehr, die war nur einmal mit. Also. Und wenn man da jetzt, du hast ja schon 4-mal mitgemacht beim Race Across America? 5-mal. 5-mal sogar. Hast du dann, weil, wie du eben gesagt hast, es ist schwer, eine Crew zu finden und schwer, dass die auch quasi zusammen funktioniert, hast du dann irgendwie auch darauf geschaut, dass du bei den darauffolgenden Mal irgendwie wieder Leute nimmst, die das schon mal gemacht haben, oder hast du da eigentlich immer wieder durchwechseln müssen? Ich hätte es gern so gehabt, dass ich eine konstante Crew-Formation gehabt hätte, aber es ist dadurch ja, dass eine mehr oder weniger freiwillige Basis passiert und wir gerade einmal die Flüge zahlen und also es ist, damit man sich was darunter vorstellen kann, wer mit mir zum Race Across America fährt, kriegt alles bezahlt, aber ich kann ihm keinen Verdienstentgang bieten.
Das heißt, das Rennen kostet ihm nichts, aber mehr hat er dann auch nicht davon, unabhängig von seiner beruflichen Qualifikation. Und gerade jetzt bei speziellen Fachkräften wie Physios und Ärzte, die verdienen recht gutes Geld. Und die meisten haben irgendwie ein soziales Umfeld mit Familie und Frau und Kindern. Und es ist dann sehr schwierig, jemanden dann, der 5 Wochen Urlaub hat im Jahr, wieder zu mobilisieren, dass er noch einmal sich das alles antut. Also ich habe immer sehr hohe Fluktuationen in meiner Crew gehabt. Also du hast eben kein Werksteam, wenn man das so sagt. Weil wenn man jetzt da zum Beispiel einen anderen Race Across America Teilnehmer hernimmt, den Christoph Strasser, der halt wahrscheinlich mit einem relativ hohen finanziellen Aufwand da einsteigt. Hm? Ja, natürlich. Aber der Christoph hat auch den Vorteil, dass natürlich sich im Team eines Race Across America ist ja wirklich, es wird oft so plakativ dahin geredet, das ist eine Teamleistung. Im Endeffekt, um das Race Across America ins Ziel zu fahren, ist es eine Teamleistung. Wenn nicht jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann scheiterst du bei dem Rennen. So gut kannst du gar nicht ranfahren. Und natürlich hat der Christoph den Vorteil, dass als permanenter Siegfahrer natürlich auch für jeden Ort interessant ist. Und das ist so eine eingespielte Geschichte. Also ich glaube, die sehen sie auch als integraler Bestandteil seines Teams. Und das ist gar nicht der Christoph Strasser, der das Rennen gewinnt, sondern das Team Christoph Strasser, die seit 10 Jahren benannt sind und die das Rennen gewinnen. Weil dort einfach jeder Handgriff sitzt und weil jeder von den Jungs weiß, was er wann zu tun hat und wie er zu reagieren hat. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, speziell dann, wenn es zu Situationen kommt, wo es eben schwierig wird. Solange alles wie im Schnürchen läuft, dann geht es eh jedem ganz gut. Aber wenn natürlich dann die Probleme eintreten, die jeder hat dort bei dem Rennen, körperlicher Art und mentaler Art, dann, wenn du dort an ein verfundiertes, geschultes und einsatzbereites Team zurückgreifen kannst, dann hast du einen entscheidenden Vorteil und dann kannst du das Rennen auch gewinnen. Ja, der Christoph hat ja irgendwann einmal gesagt, bei einem Vortrag oder so, er hat gesagt, bei dem Race Across America von den Top 10, Top 15 Leuten, die ins Ziel kommen, ist jeder fähig, das Ding zum Gewinnen. Der einzige Unterschied ist, ob das Team, wie das Team funktioniert quasi. Aber von den Athleten, die fahren, könnte das jeder gewinnen. Ja, das könnte man jetzt vielleicht mit einer Klammerbemerkung so sagen. Ja. Die Klammerbemerkung wäre natürlich, wenn der Christoph nicht am Start steht. Der Christoph hat schon spezielle physiologische und psychologische Voraussetzungen, glaube ich, die nicht jeder Athlet hat. Aber sagen wir so, wenn er nicht am Start steht, hätte jeder die Möglichkeit, das zu gewinnen, ja. Weil ich meine, er gewinnt ja. Bei ihm passt das Gesamtpaket. Ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler und kein Sportarzt, aber er dürfte wirklich gute Physiologie haben. Ich habe ihn auch, ich kenne ihn schon Jahre und ich kenne auch seinen sportlichen Werdegang und ich habe immer wieder Kontakt mit ihm und er dürfte euch diese Belastungen sehr gut wegstecken. Das kommt natürlich auch dazu. Also er hat halt einfach wirklich sehr gute Voraussetzungen für den Sport. Und das ist. Ja, ich meine, beim letzten, wo er mitgemacht hat, da war er ja 700 Kilometer, oder da war er ja, also er gewinnt das ja nicht nur bei ein bisschen was, selbst jetzt in Race Across America Dimensionen gesehen, sondern das sind ja halt schon relativ deutliche Vorsprünge, die er da hat, und das gewinnst du halt auch nicht einfach so, ist es nur mein Gefühl von außen, so ein bisschen. Das ist richtig. Man muss halt auch sagen, dass es natürlich auch für die dahintergebliebenen ein bisschen frustrierend ist, also ich glaube nicht, dass da jeder dann 100% rausholt aus sich, weil es dann ja schon wurscht ist, ob es 300 Kilometer oder 400 oder 500 hinter dem Christoph bist, weil ja keiner danach fragt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ganz aus meiner Warte, wenn ich jetzt an zweiter Stelle beim Race Across America bin und der Christoph ist nach 6 Tagen 400 Kilometer vor mir, dann lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Mhm. Weil dann sicherst du ein bisschen nach hinten ab und schaust, dass du den zweiten Platz behältst. Also dann konzentrierst du eher, dass hinten keiner mehr kommt und schaust, dass du den zweiten Platz hin. Wobei, du bist ja in den Annalen des Race Across Americas wirst du ja auch immer sehr eigenwillig erwähnt. Also da gibt es Leute, die gewinnen und dann gibt es Menschen, die tun sie weh und fahren trotzdem weiter. Und beim ersten Mal war es, glaube ich 2008 oder so, hast du dir ja gedacht, einfach so ins Ziel kommen, gesund kann ja jeder. Das ist richtig, ja. Also 2008 habe ich wirklich ein Bravour-Kunststück geschafft und zwar auf einer
geschätzt 15 Kilometer langen Geraden in New Mexico am helllichten Tag bin ich in das einzige dort stehende Verkehrsschild gefahren. Frontal. Wie schafft man das? Ich glaube, ich habe eingeschlafen, weil wir haben, und das vergesse ich nie, sie haben mir, du bist wie die Wintersonne von Wolfgang Amboss vorgespielt, bei 40 Grad plus. Und ich habe, glaube ich, schon, ich hab in der, das war der dritte Tag und ich habe, glaube ich, in Summe 30 Minuten geschlafen gehabt. Also ich war schon recht müde und ich dürfte so eine Art von Sekundenschlaf gehabt haben, oder einfach eine gewisse Art von Unaufmerksamkeit und habe mir dann dort bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Und ja, musste dann in die Klinik. Also, das ist dann beim Race Across America ein ganz strenger Prozess. Du musst dann die Race Officials rufen. Die nehmen das dann zu Protokoll, wo du gestürzt bist. Ab dem Zeitpunkt kannst du die Strecke dann verlassen, wirst dann mit der Rettung ins Spital geführt. Und wenn du weiterfahren willst, dann muss die irgendwer wieder zu genau eben diesem Punkt hinführen, wo du vom Rad gestiegen bist. Und von dort darfst du dann weiterfahren. Und ja, das ist eben so gewesen. Wir sind dann im Röntgen gefahren und das Schlüsselbein ist eingerichtet worden und mit einem Verband fixiert. Und dann haben wir gesagt, wir probieren einfach einmal weiterfahren und schauen, ob da irgendwie was Dramatisches passiert, jetzt vom Schmerzlevel und von der Einschränkung durch die Verletzung, ob ich mich im Radl noch bewegen kann. Und das ist dann witzigerweise über die Tage gar nicht so schlecht gegangen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch einmal machen würde. Ja, damals war ja, nein, das war das erste Race Across America. Es ist relativ viel Geld auch am Spiel. Ich habe sehr viel Self-Invest gehabt. Also, ich habe einen sehr großen Teil dessen, was ich dort verpulvert habe, an finanziellen Mitteln selbst vorfinanziert über Kredite. Also, ich habe eine Bank in Österreich gefunden. Alle anderen haben gefragt, ob ich deppert bin. Aber es hat eine Bank gegeben in Österreich, die mir das mit 30.000 Euro für vorfinanziert hat. Die haben's gewusst. Also, ich habe schon relativ viel Druck auch gehabt, weil ich wollte jetzt nicht mit 30 oder dann gleich mal 30.000 Euro Schulden mit anbringen. Und es war, ja, damals war es die richtige Entscheidung. Ich habe keine bleibenden Schäden davontragen, außer ein bisschen ein verschobenes Schlüsselbein. Aber ich habe schon meine Sünden gebüßt und ich habe dann einmal die Zähne bis zur Zahnwurzel abgekaut vorhin. Also es hat schon weh dann, das Rennen fertig zu fahren, aber es ist gegangen. Es Ja, funktioniert. und ich meine, das ist auch immer diese Gratwanderung, von der wir auch vorher geredet haben, weil im Nachhinein klingt es nach einer ziemlich heroischen Geschichte und das klingt alles so wie, weiß ich nicht, es klingt halt alles irgendwie toll, aber wenn man so ein bisschen nüchtern drüber nachdenkt, ist es ja halt manchmal fraglich, ob es nicht aufgeben vielleicht auch eine valide Option gewesen wäre. Es ist ja ein bisschen deppert, ist es halt wahrscheinlich schon, Ja, also es ist mir ja es war vor Ort war es einfach ein nüchternen Entscheidungsprozess. Also ich bin zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, du, wie ist der Status quo? Und er hat gesagt, ja, der Schlüsselbein ist gebrochen. Ich habe gesagt, was passiert, wenn ich weiterfahre? Dann hat er gesagt, dann wirst du sehr große Schmerzen haben. Dann habe ich gesagt, ja, kann das irgendeinen Schaden anrichten? Hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, und was ist, wenn die Norm stürzt? Dann hat er gesagt, ja, dann hast du wahrscheinlich einen Pneumothorax, weil der das gebrochene Schlüsselbein in die Lungen reinfährt. Dann habe ich gesagt, was passiert dann? Dann hat er gesagt, dann muss ich die beatmen. Dann habe ich gesagt, stirb ich dann? Dann hat er gesagt, na. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, wenn es Worst-Case-Szenario ist, dass mich mein eigener Arzt beatmen muss, dann kann ich mit dem Risiko leben. Und das war dann wirklich eine sehr nüchterne Entscheidungsfindung. Und dann haben wir uns einfach von Tag zu Tag gehandelt und geschaut, ob das irgendwie funktioniert mit dem Schmerzen. Und ja, das ist, irgendwie gewöhnt man sich auch an solche Dinge dann. Aber Entschuldige, ist es aber nicht nur so, also jetzt meine Vorstellung, ohne sowas jemals schon erlebt zu haben, aber es ist ja genauso, wenn du jetzt langlaufst und hast ja auch oder Etappenläufe, von daher kann ich das irgendwie, also das ist das, wo ich es ein bisschen nachvollziehen kann, ist, ich sage immer, du entwickelst dann einen gewissen Schmerz und über die Tage hinaus wird der Schmerz einfach nicht mehr oder auch nicht weniger. Das ist einfach der Schmerz und irgendwann akzeptierst du den einfach. Kann ich mir das ähnlich vorstellen, nur halt auf einem anderen Schmerzlevel? Ja, ähnlich. Man kann sich das ähnlich vorstellen, ja. Für mich ist immer wichtig, dass ich die Worst-Case-Szenarios weiß. Also, wenn ich jetzt Gefahr gelaufen wäre, dass das bleibende Schäden wirklich verursacht,
durch eine Immobilität oder permanente Einschränkung. Aber wir haben einfach geschaut, okay, die Rotatoren passen, ich kann das Schultergelenk ein bisschen rotieren. Wir haben gewusst, da ist jetzt nichts Dramatisches, dass ich dann den Rest meines Lebens einen steifen Arm habe zum Beispiel. Mhm. Und genau jener Arzt, der mich damals eigentlich auch ermutigt hat, das Rennen dann doch noch einmal aufzunehmen und ins Ende zu fahren, der hat mich dann 2009 rausgenommen, weil eben ich beim Knie Probleme gekriegt habe und wir haben dann 3 Tage lang das Knie punktiert und immer wieder Gelenksflüssigkeit rausgezogen, bis er dann gesagt hat, ich kann das nicht mehr länger vertreten. Wenn wir so weitermachen, dann passiert irgendwas mit dem Knie, was dein Leben lang nicht mehr los wirst. Und das sind für mich eigentlich die Entscheidungsparameter. Aber wer sagt, okay, entscheidest dann du oder entscheidet dann der Arzt, weil du einfach schon 3, 4, 5 Tage unterwegs bist? Und der Arzt entscheidet immer. Eben drum, weil du bist in der Situation, bist du ja eigentlich gar nicht mehr richtig entscheidungsfähig, oder? Richtig, ja. Also das entscheidet er. Und da ist auch quasi wichtig, dass vor allem der Arzt eine Vertrauensperson ist, weil wenn unser Einsatz zum Arzt geht, man hört ja oft, dann laufen sie halt ein bisschen weniger oder so, aber der muss halt dich wirklich verstehen und auch wirklich wissen, was du willst und was du erreichen willst, oder? Weil wenn der einfach bei jeder Kleinigkeit sagt, dann hört auf zum Radfahren, dann ist er halt auch ein bisschen viel am Platz. Das wäre beim Risikokreuz Amerika vielleicht auch nicht der richtige Arzt. Ja, er sollte schon auch ein bisschen wissen, auf was er sich einlässt und ja, fachlich muss auch qualifiziert sein. Also einen Dermatologen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt dabei. Na ja, auch, dann brauchst du wenigstens eine gesunde Bräune am Schluss. Ja. Oder einen Zahnarzt. Also, es gibt so Sachen, die sind da jetzt dann, die sind im Alltag zwar super und God bless every Zahnarzt, aber wenn man jetzt aus Amerika vielleicht doch nicht. Ja. Aber ja, es muss schon auch ein Arzt sein, der sich ein bisschen weit rauslehnt, weil du bist auch als Arzt in einer medizinischen Grauzone, weil wenn du einen Athleten hast, der am 5. Tag, wo er 2 Stunden geschlafen hat, in Summe gegen irgendeinen entgegenkommenden LKW fährt und verstirbt, dann wird die Staatsanwaltschaft in Amerika auch einmal sagen, okay, wer hat da die Verantwortung mit den Athleten gehabt? Mhm. Also es muss schon auch ein Arzt sein, der da sich dem Risiko auch bewusst ist, weil letztendlich irgendwo wird dann irgendwann ein Schuldiger auch gesucht werden, falls was Dramatisches passieren sollte. Ja. Zwei Fragen dazu. Das erste ist, wie darf überhaupt beim Race Across America ein Auto vor dem Athleten fahren oder muss es immer hinter dem Athleten fahren? Im Sinne von, dass du quasi Gefahren vorweg nimmst, dass wenn du siehst, oh, da vorne ist ein riesige Vollgruben, da kommt ein LKW-Zug entgegen oder da ist eine Parade oder keine Ahnung, irgendwas, dass du... Ja, nein, das Auto darf immer nur hinter dir fahren. Du darfst in keinster Weise irgendeine Art von Windschatten oder Abschirmung von vorne oder von der Seite in Anspruch nehmen. Okay. Egal, was kommt. Also bei Race Across America gibt es ein paar sehr, sehr strenge Regeln, die werden auch exekutiert. Also das wäre so ein Kapitalverbrechen, wenn ein Auto Windschatten spenden würde oder auch nur Sicherheit geben würde von vorne oder von der Seite. Aber Getränke reichen und so von der Seite geht schon. Also genau, ja. Das ist auch tituliert, wie lange das Auto dann auf deiner Höhe fahren darf. Mhm. Und es gibt ja sehr viele sogenannte Leapfrog-Sektionen, wo eben das Auto vorfahren muss, 1-2 Kilometer dann in einer Bucht am Straßenrand stehen bleiben muss und dann dürfen da die Getränke und das Essen nicht aus dem fahrenden Auto gereicht werden, sondern das Auto muss stehen. Okay, und dann lauft irgendwer neben dir mit. Genau, und gibt's richtig. Mhm. Und das Zweite, du hast vorher gesagt, beim ersten Race Across America hast du relativ viel selber vorfinanziert. Mhm. Wie läuft das überhaupt mit Sponsoren? Weil das Ganze ist ja kein wahnsinnig medial beleuchtetes Thema. Wenn irgendwelche Menschen gurken irgendwo ewig lang durch die Pampa, und am Schluss gewinnt halt irgendwer oder auch nicht, aber so in Massenmedien ist es genau wurscht. Mhm. Also das ist quasi Frauencurling in Irkutsk. So richtig. Ungefähr von der Gewichtung. Nur, welche Sponsoren findest du einerseits dafür? Und nach dem ersten Mal geht sie das aus oder ist es davon abhängig, ob du durchkommst oder ob du welchen Platz das du hast? Oder wie kann man sich das vorstellen, das Gefüge? Weil beim Skifahren ist es so, die Top 5 kriegen viel mehr. Und wenn du B-Kader bist, kannst du sterben gehen. Also ich glaube, beim Race Across America gibt es 2 Geschichten. Entweder du bist eine Ausnahmeleistung wie Wolfgang Fasching oder Christoph Strasser, die einfach permanent Leistung abrufen können und die dann in der Szene einfach sportaffine Mäzene oder Firmen finden, die ihnen das gefällt. Also man weiß zum Beispiel beim Christoph mit seinem Hauptsponsor,
Die Firma, kann man nennen, Wiesbauer, hat in Österreich eine sehr lange Tradition im Sponsoring von Radveranstaltungen, sei es die Österreich-Touren, was weiß ich, was alles. Der Christoph verkauft seine Leistung und der Rest der Athleten versucht halt irgendwie, sich als Person zu verkaufen, und das habe ich dann einfach versucht auch. Also sportliche Leistung beim Race Across America zu verkaufen, wenn du der Seriensieger bist, ist sehr schwierig, weil, wie du richtig sagst, keinen interessiert, ob du dort Vierter, Siebter, Neunter oder Zehnter wirst. Du kannst dich als Person verkaufen, du kannst, was auch immer schwieriger wird, muss man fairerweise sagen, mit Vorträgen arbeiten. Das ist damals noch recht gut gegangen, wenn noch nicht jeder einen Vortrag über irgendwas gemacht hat. Heute ist es ja so, dass es, glaube ich, sogar über den über die Neusiedlersee Umrundung einen Vortrag gibt, einen multimedialen. Was ja nicht schlecht ist, aber es macht halt natürlich die Szene, es wird schwieriger dadurch, weil halt jeder mit GoPro und an Schnittprogrammen die Möglichkeit hat, aus nichts sehr viel zu machen, um so zu sagen. Und es stumpft ja auch in dem Sinne ein bisschen ab, weil wenn du jetzt die 100. Geschichte hörst, wie irgendwer heroisch irgendwo gelaufen, krallt, kupft, gesprungen, geschwommen ist, das willst du ja dann auch nicht ständig hören, wenn du jetzt nicht irgendwie, so wie wir vielleicht, ein bisschen affin für die Geschichte bist und da ein bisschen einen Hang dazu hast und einfach in meinem Fall irgendwie die Menschen dahinter interessant findest, was einen bewegt dazu, sowas zu machen. Ja, ja, dann hörst du einen an und dann reicht es auch wieder. Ich glaube, es ist insofern schwierig, weil in dem Jahr 2000 oder so hast du halt in die Gymnasien gehen können oder ins Volksheim, hast du deinen lustigen Dia-Vortrag gemacht oder sonst was, und die Menschen haben sich das angehört und das war total geil. Richtig. Und jetzt hast du so weit die Bandbreiten nach oben geschraubt, dass du da wirklich von wurscht wem, von wurscht wo auf der Welt, wurscht welchen Lauf anschauen kannst. Und es gibt wirklich zu jedem Lauf irgendeinen Mitschnitt oder sonst irgendwas. Und du musst sagen, es gibt einfach schon sehr gute Mitschnitte. Du musst jetzt schon wirklich fettes Geld in die Hand nehmen und einen kinotauglichen 4K-Film rausstampfen, der perfekt vertont ist und lizenzrechtlich alles in Ordnung ist, damit du überhaupt Bestand hast in dieser Szene. Ja. Und du kannst dich, was ich halt immer geschafft habe, Gott sei Dank, ich würde es jetzt aber letztendlich auch ein bisschen anders machen, weil ich, dazu komme ich später vielleicht noch, wenn es mich interessiert, aber ich habe dann auch dieses Kokettieren mit den ganzen Tattoos und mit diesem Rock'n'Roll-Lifestyle und so ein bisschen mit einpackt. Und ich habe am Anfang meiner Karriere, wenn man so will, auch diesen Veganismus auch propagandiert und habe einfach versucht, einen für die Allgemeinheit doch etwas außergewöhnlicheres Bild eines Sportlers zu stricken. Eben nicht dieser Stereotyp, der in Lycra-Shorts am Start steht, und ich war halt eben der, der tätowiert war und vegan, und das waren so viele Schlagworte, dass sie automatisch immer hellhörig geworden sind, weil sie nicht so recht gewusst haben, wie man das zuordnen soll. Und wie ich auch in einem Interview gelesen habe, und das ist jetzt was im Beta war, du bist ja auch straight edge, also du trinkst ja auch keinen Alkohol. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich meine, der Peter, der ja bekannt ist für seine Superkompensation, indem er sich einfach zwei Tage vorher einen umhängt und dann Wahnsinnsleistungen raushaut, für den ist das nicht unverständlich. Völlig falsches Trainingskonzept. Völlig falsch. Ja, also für mich ist das Thema Straight Edge und Veganismus hat ja mit dem Sport nicht wirklich was zu tun. Es diente mir am Anfang meiner sportlichen Laufbahn, ein bisschen mir einen Namen zu machen, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich bin in der Straight-Edge-Szene dann in Wien sozialisiert worden, im Shelter und in den ganzen Clubs. Und das ist eben, ja, das geht einher nebeneinander, aber das eine hat mit dem anderen nicht wirklich jetzt irgendwelche Berührungspunkte. Naja, für viele Menschen ist es ja das Aha-Erlebnis, dass sie sagen, ach so, das geht trotzdem, dass du straight edge bist und trotzdem, dass du vegan bist, kannst du ja trotzdem noch irgendeine Leistung abrufen, die mehr als von der Couch zum Gemüsehändler umfasst. Ich glaube, das ist für viele Menschen einfach dieses Wow. Also ich glaube, straight edge ist jetzt beim Sport nicht wirklich ein Nachteil, weil wenn du jetzt beim Race Across America permanent irgendwie ein Sechsertrager trinkst oder so, wäre es vielleicht kontraproduktiv. Oder wenn du kiefst oder so. Veganismus, ich staune immer wieder selbst. Also ich bin ein sehr genauer Beobachter dieser veganen Szene und auch der ganzen Angebote an veganen Nahrungsmitteln und Fleischersatzprodukten etc. Und auch, es ist faszinierend, dass da so viel verkompliziert wird. Veganismus ist eine ganz einfache Art, sich zu ernähren, nämlich pflanzlich.
Viel mehr muss man dazu gar nicht verlieren. Ich werde immer von Leuten ganz verwundert gefragt, was man da essen kann. Und ja. Und dann sagst du was drauf wie Kartoffelgulasch von der Oma. Zum Beispiel Kartoffelgulasch oder Nudeln oder Reis. Also es ist. Anerschnitten. Also, ach so? Und ich muss auch ehrlich sagen, also beim Race Across America, wir arbeiten sehr viel mit selbstgemachten Smoothies. Also wir mixen sie dort frisch mit Äpfeln und Karotten und was Gott was, alles, wie man es halt zu Hause auch macht. Und geben Leinöl dazu und ein Maltodextrin und somit hast du echt wertvolle Nahrung und du kannst sie irrsinnig gut verdauen. Du hast sie in Windeseile getrunken, du hast Antioxidantien drinnen en masse, du hast frische Vitamine und du kriegst das überall, auf jeder Tankstelle der Welt. Selbst in Burundi oder Tansania kannst du Bananen kaufen oder Äpfel kaufen oder irgendwas anderes. Und das ist, finde ich, einfach, da wird sehr viel auch mit diesem veganen Trend ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, glaube ich, an der ursprünglichen Mission, nämlich dem Tierleid Einhalt zu gebieten. Da habe ich ja gleich noch eine Frage am Kopf, am Herzen, Ernährung. Weil du hast einen Diätologen, eine Diätologin immer dabei bei deinen Abenteuern, egal was auch immer das ist, aber alles, was lang ist, brauchst du halt irgendjemand, der halt drauf schaut, dass die Ernährung, die du zu dir nimmst, A, ausreicht, B, dir das gibt, was du brauchst und so ist, dass du jetzt dann nicht irgendwie mit einem Fößbrocken im Magen umeinander rennst, radelst, sonst was tust. Hat sich das erst beim Radlfahren so richtig durch quasi verändert oder war das immer schon so? Wie machst du das? Also wie bist du auf Flüssignahrung, bist du auf fester Nahrung, arbeitest du nur mit Smoothies? Das hat sich über die Jahre schon ein bisschen verändert und adaptiert. Da waren auch viele Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben und am Anfang sehr viele Fehler, die wir gemacht haben. Aber flüssig sich zu ernähren war schon immer ein großer Bestandteil. Wir sind dann heute über die Jahre draufgekommen, dass gewisse Nahrungsmittel im kochten Zustand besser absorbierbar sind wie im rohen Zustand, dass gewisse Lebensmittel im rohen Zustand vice versa besser zu verstoffwechseln sind wie im gekochten. Das sind so Feinheiten, die findest du dann heraus und du merkst dann auch als Athlet, was tut dir gut. Zum Beispiel Nüsse an sich sind eine sehr gute Eiweiß- und Fettquelle und werden von mir zum Beispiel im Alltag sehr gut vertragen und auch bei kapillarisierender Belastung, also bei unterem Grundlagenbereich oder regenerativen Bereich, vertrage ich sehr gut. Sobald aber mein Stoffwechsel höher arbeitet und in einen G1, G2-Bereich kommt, kann ich Nüsse nicht mehr verstoffwechseln. Und die liegen wie ein Stein im Magen. Und das sind Sachen, da kommst du erst mit der Zeit dann drauf. Und ich glaube, da muss ja jeder Athlet für sich selbst ein bisschen Zeit investieren und auch ein bisschen Wettkämpfe investieren, wo er so Lerneffekte draus ziehen kann, wo er sagt, okay, ich probiere halt einmal was aus. Ich kenne das nur von mir selbst. Also ich hab früher immer mit Datteln trainiert und das war das Beste bei den Trainingsläufen waren die Datteln. Beim ersten Wettkampf, nach 2 Stunden, ich habe die Dinger wegschmeißen müssen. Ich habe den nicht mehr sehen können. Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich da ein 3-4 Monate trainiert, war mir meiner Datteln sicher, habe mich gefreut, da jetzt den ganzen Tag Datteln essen zu dürfen. Richtig. Habe viele einpackt und auf einmal habe ich den nicht mehr sehen können. Das ist zum Beispiel für mich auch interessant, weil ja sowohl als auch, ich bin ja nach wie vor am Rad unterwegs und auch als Läufer. Und beim Laufen ist ja die Haltung relativ aufrecht. Und beim Radfahren hast du diesen Knick wenn man so will, genau im Gastroenteraltrakt. Und da ist wieder, also was ich beim Laufen essen kann, kann ich beim Radfahren nicht brauchen. Weil es einfach von der Sitzposition und von der Körper, das passt einfach nicht. Ja. Aber allgemein, berichtige mich, wenn ich falsch bin, aber allgemein, glaube ich, sagt man, dass man beim Fahrradfahren dann doch irgendwie mehr verträgt, weil man irgendwie ruhiger sitzt und weil man halt besser verdauen kann. Stimmt das irgendwie, oder? Ja, das kann. Also das ist auch mein, ich würde das auch so empfinden. Okay. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man beim Laufen schon mehr noch darauf achten muss, welche Mengen man zu sich nimmt und wann man sie zu sich nimmt und in welchen Pulsfrequenzen vor allem, dass man die Nahrung aufnimmt. Das ist beim Radfahren vielleicht ein bisschen einfacher, ja. Okay. Aber wie gesagt, um nochmal auf die Kerneaussage zurück, beim Laufen zum Beispiel mache ich 100% flüssig. Und wenn man jetzt so Maltodextrin-Gels, die es in allen Varianten gibt, auch als flüssig tituliert, dann bin ich wirklich bei jedem Lauf 100% flüssig. Da nehme ich nichts anderes zu mir. Egal wie lang der Lauf ist,
beim Radfahren ist es 80, 85% flüssig und 15, 10% solid. Aber es gibt ja eben auch beim Laufen Wettkämpfer, was man schon so gelesen hat, die, weiß nicht, bei 24-Stunden-Läufen dazwischen irgendwie ein Taco essen oder Ja. irgendwas in die Richtung, was du denkst, so, wow, wenn du selber laufst, wie zum Henker bleibt es länger als 400 Meter drinnen? Ja, wirklich, also ich würde da auch sagen, da muss jeder seinen Modus operandi finden, der ihm persönlich gut tut. Ich kenne Athleten, also die beim Race Across America ganze Pizzas essen und also Respekt. ich würde mal schwer tun. Ja, ich finde, man entwickelt dann noch so die absurdesten Gelüste dann, also bei den Ja, das ist Ultraläufern, richtig. das ist ein Wahnsinn. Ich wollte mal mitten in Colorado alkoholfreies Bier und ein San Pellegrino Mineralwasser aus einer Glasflasche. Und mein Crew hat es dann wirklich auftrieben und das San Pellegrino Mineralwasser war wirklich super. Ich habe dann zwar 2 Tage lang Schluck aufgehabt durch die Kohlensäure, weil ich darf ja sonst nie was Kohlensäurehaltiges trinken am Radl. Und ist alkoholfreie Bier, haben es glaube ich 2000 Kilometer mitgeführt und mir immer wieder gefragt, ob ich das trinken will. Und ich habe dann irgendwie in meinem Delirium geglaubt, die wollen mir Bier geben und habe es mir dann nicht trinken traut. Und irgendwann hat es meine Frau einfach getrunken und weggeschmissen. Aber ja, man entwickelt sehr eigenartige Gelüste, stimmt. Ja, also du hast ja gesagt, beim ersten Mal war das, glaube ich, wo du dann, also beim ersten Race Across America, wo du den Schlüsselbeinbruch gehabt hast und du hast dich auch mal aufgeben müssen. Hat es dann irgendein Rennen gegeben oder irgendein Race Across America zum Speziellen, wo du sagst, das ist das so, wie ich mir das ungefähr vorstelle? Oder mit dem ich so zufrieden bin, wo ich sage, das war's dann? Ja, schon. Also 2013 war schon ein recht gutes Race Across America. Nicht nur von der sportlichen Komponente, sondern auch von allem rundherum, von der Crew, vom Vorfeld des Rennens, das war komplett ausfinanziert, also kein Eigenmittelbedarf. Ich habe wirklich eine geniale Crew gehabt. Da hat alles so ziemlich passt. Ich meine, natürlich, das ist, glaube ich, in der Natur des Menschen oder in der Natur von einem Leistungssportler, dass er sich im Nachhinein von dem Rennen dann einmal damit auseinandersetzt und dann anfängt zum Sinnieren, wo hätte er vielleicht noch was rausholen können und was hätte er verbessern können. Aber jetzt mit einem gewissen Abstand hätte ich schon gesagt, dass 2013 für mich so das fast ideale Rennen war. Okay. Ist das Race Across America auch sowas wie dein, ich nenne es mal heiliger Gral, auch wenn das jetzt im Zusammenhang und bei dir im Speziellen sehr interessanter Vergleich ist wahrscheinlich, aber ist es das, was du sagst, das ist genau das Rennen? Oder sagst du, ich möchte mal Race Across Russia machen, ich möchte mal, weiß ich nicht, Eis to Eis oder irgendeine völlig wüste Dinge ganz alleine machen? Oder bist du eher so, ich will was Organisiertes haben, ich will, dass das gescheit organisiert ist und Race Across America ist quasi ein super langes Rennen, das gut organisiert ist und das ist meins. Also, das Race Across America hat den Vorteil, dass es kompetitiv ist und dass es einen sehr hohen Stellenwert in der Szene hat. Das ist einmal gut. Also, egal, ob man zu einem Sponsor geht, also zu einem Ausrüster, wenn man sagt, man fährt das Race Across America, dann hat er zumindest schon einmal davon gehört, was das ist. Das ist jetzt einmal ein Vorteil. Natürlich reizen mir andere Projekte, ich habe auch schon andere sehr isolierte Projekte gemacht. Ich bin durch Tansania gefahren, nonstop. Ich bin in Burundi gewesen mit dem Mountainbike. Ist schön am Race Across America ist, dass es wirklich es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch von der Streckenführung einfach ein wirklich schönes Rennen ist. Du fährst durch alle geografischen Regionen der USA, du fährst durch alle Klimazonen der USA, du fährst von 100 Meter unterm See, unter Meereshöhe bis auf 3300, von 50 Grad plus auf minus 10, von Schneefall bis zu Sandstürmen. Also es ist ein wunderschönes Rennen, das da wirklich sehr viel von diesem Land auch bietet. Das Race Across America verliert momentan, und das finde ich auch tragisch, und ich korrespondiere das auch immer wieder, wenn ich mit den Veranstaltern zu tun habe, die ich schon seit Jahren sehr gut kenne, weil ich halt auch doch schon einige Male dabei war. Das Race Across America verliert ein bisschen an Reiz, weil die natürlich auch mit immer mehr behördlichen Auflagen bedacht werden und mit administrativen Geschichten. Und mittlerweile ist es so, dass es von diesen 5000 Kilometern gerade mal noch, glaube ich, 2500 gibt, wo das Basecar hinter einem nachfahren darf. Das ist natürlich beim extrem übermüdeten Athleten auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil das Basecar nach hinten den Verkehr abschirmt. Und
ich muss auch sagen, ich habe mich 2018 beim letzten RAM nicht mehr so sicher und gut gefühlt wie 2010 oder 11 oder 2008. Ich denke, dass auch das, die Veranstalter gefordert sind, das Rennen vielleicht ein bisschen neu zu überdenken, vielleicht einmal die Strecke wieder zu ändern, weil die Behörden, du merkst es auch im Umgang mit der Exekutive, wenn du dann als Athlet auf der Strecke bist, dass die einfach schon ein bisschen genervt sind von dem Race Across America. Mhm. Weißt du, das sind Gegenden, das ist, wir fahren da durch Indianerreservate, das sind, in Amerika nennt man das Sacred Places, also geheiligte Stätten. Die Indianer haben dort eine ganz schwierige Historie durch das, was man mit ihnen gemacht hat, bei der Kolonialisierung. Und da gibt es so viele Reibungspunkte mittlerweile schon und auch das am Schluss dann Gettysburg in West Virginia, wo das Schlachtfeld von Gettysburg, wo man durchfährt. Du hast einfach das Gefühl, den ganzen Amerikaner, die da sehr nationalpatriotisch auftreten, das Rennen taugt gar nicht mehr so richtig dort mehr. Ja. Jedes Jahr eine Karawane von Freaks, die dann ihre Camper irgendwo wild im Straßenraum ausleeren und alles mit Fäkalien überschwemmen. Und Also würde dem Ganzen gut tun, vielleicht, wenn es, was weiß ich, nicht von L.A., also von der Gegend, sondern von, was nicht, San Francisco aus, über Salt Lake City. Absolut, ja genau. Sie sind ja also eine Zeit lang sind sie gefahren von Portland, Oregon nach Pensacola in Florida. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, durch die USA zu fahren. Mhm. Also ich finde, das wird dem Rennen wieder mal gut tun, die Strecke zu ändern. Und das macht es ja auch wahrscheinlich interessant für die, die jetzt schon ein paar Mal mitgefahren sind. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern man sich an so viel Kilometer, wie gut man sich daran erinnert, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann schon, dass man es dann halt nach dem fünften Mal wahrscheinlich dann schon besser kennt und da jetzt der, weiß ich nicht, da das A-Effekt nicht mehr so da ist, wie jetzt beim ersten, zweiten oder dritten Mal. So ist es. Und ich glaube eben, das würde auch wieder neue Leute oder Leute, Veteranen wie mich, die schon ein paar Mal dabei waren, wieder neue motivieren, weil es ist wie im Urlaub, wenn du jetzt das fünfte Mal in Paris vom Eiffelturm gestanden bist, dann entlockt er dir jetzt dann immer gerade irgendwelche Jubelschreie. Ja. Dann stehst du halt wieder mal vom Eiffelturm. Beim RAM ist es ähnlich. Aber ich finde, man bekommt das ja immer wieder mit bei solchen Ultra-Events mit. Man sieht das ja beim Badwater. Die haben ja auch jetzt die letzten Jahre irrsinnige Behördeprobleme gehabt. Und deren Ding war halt auch immer, dass sie im heißesten Zeitpunkt des Jahres vom tiefsten Punkt gestartet sind, was sie ja jetzt auch irgendwie mehrere Jahre nicht durften, jetzt irgendwie wieder mit ganz vielen Auflagen ja. Irgendwie doch wieder hinbekommen haben. Aber das nimmt halt diesen Rennen auch so ein bisschen ihren Spirit oder ihre Daseinsberechtigung, wenn man ihnen das irgendwie wegnimmt. Das hängt aber auch ein bisschen natürlich mit dem amerikanischen Rechtssystem zusammen und mit dem amerikanischen Versicherungssystem, weil es wird da ja dann jahrzehntelang prozessiert und gekämpft, weil ja keiner zum Beispiel sicher ist. Es hat ja beim Race Across America schon Tote gegeben, wer dann im Endeffekt verantwortlich für was ist. Und das ist dann wieder der Firmensitz, das ist ein LLC, das Race Across America, das ist in Colorado, da gilt dann wieder Recht von Colorado, der Unfall ist dann irgendwo in Kalifornien, also das sind einfach Sachen, und die Amerikaner sind einfach ein unglaublich vorsichtiges Volk, weil dort jeder halt Klagen in Millionenhöhe gegen nichts einbringen kann. Und dadurch verkompliziert sich das halt von Jahr zu Jahr und wird immer noch mehr Bürokratie. Und es ist ja wirklich als Athlet, das Race Across America überhaupt mal die Wege zu leiten und das ganze Paperwork vorher, also das ist schon ganz schön was man da zu tun kriegt von denen. Da wäre wahrscheinlich ein Race Across Russia, das ja zweimal gegeben hat, glaube ich, als Teambewerb oder so, vom Regulatorischen einfacher. Glaube ja. Ich meine, Race Across, also dieses Transsibirien extrem, wenn du das ansprichst, das ein Österreicher übrigens veranstaltet, das geistert auch irgendwo in meinem Kopf herum. Ich weiß noch nicht, ob Russland mir auf Dauer anschärft. Also. Hat nicht der Wolfgang Fasching, wenn wir schon von ihm geredet haben, hat er nicht letztes oder vorletztes Jahr, ist er nicht irgendwie bei der Russland gefahren? Ja. Nein, der hat Coast to Coast gemacht. Also ja, also ja. Genau das. Ja. Genau, also er hat, ja, ich glaube, er hat schon mittlerweile schon sehr viel, aber er ist Russia auch durchfahren, ja. Und das gibt es jetzt eben, das Red Bull Transsibirien Extrem, das ein Wiener Unternehmer veranstaltet, das hat es jetzt zwei oder dreimal gegeben. Das ist doppelt so lang wie das Race Across America, aber vom Konzept ein bisschen anders. Du hast keine eigene Crew, du kaufst da sozusagen ein Gesamtpaket, wie eine all-inklusive Reise, mit einem Radmechaniker, mit einem eigenen Arzt, mit einem Wohnmobil und
fast wirklich als Athlet selbst hin und begibst ihn in die Hände von vollkommen Fremden. Einerseits schwierig, andererseits natürlich musst du um nichts Gedanken machen quasi. Jetzt habe ich mir auch gedacht, und es ist ja was, es spukt schon in meinem Kopf herum, ich kann mich nur momentan mit Russland per se nicht anfreunden, weil ich glaube, landschaftlich dort nicht wirklich für tot. Also wenn man sich die Videoaufzeichnungen und so anschaut und die ganzen YouTube-Videos, ich wüsste jetzt nicht, ob mir das auf Dauer jetzt, ob mir das 10.000 Kilometer reizt. Ja, aber die Kreuz ist jetzt auch nicht so geil, oder? Ja, aber die sind nur 1.000 Kilometer, dann sind sie wieder vorbei. Nur in Russland hast du 10.000 Kilometer nur Great Plains. Es ist kalt, kalt und kälter. Also mehr hast du wahrscheinlich nicht. Richtig, Regen und dunkel und kalt. Ja, das kann man. Achso, Widerstands. Richtig. Aber darum, also darum habe ich ja dann nach dem Ram 2018 auch ein bisschen wieder begonnen mit dem Laufen, weil ich gesehen habe, dass in dieser Trail-Szene einfach sehr viel tut. Und weil es eben auch ein bisschen aus ökonomischen Gründen und auch monetär, ich wollte wieder mal ein bisschen einfach auch im Alltag ein bisschen Luxus haben. Also Luxus im Sinn von nicht nach jedem Rallrennen heimkommen und 20.000 Euro das Konto überzogen haben. Also das ist schon auch einmal schön, wenn du eben ein überschaubares Budget hast und trotzdem an deine Grenzen gehen kannst. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt der 200-Kilometer-Lauf oder egal, für manche ist es ein 100-Kilometer-Lauf, für andere 300. Aber es gibt sehr viele Läufe auf der Welt, wo du mit sehr wenig Budget ein wunderbares Erlebnis hast und der Aufwand sehr gering ist, weil du musst keine Begleitfahrzeuge anmieten, du musst keine Crew formieren, du fährst hin und rennst und fertig. Mittlerweile gibt es ja an jeder zweiten Hausecken einen wirklich schönen Lauf. Mhm. Es gibt ja da wirklich von hart bis zart kriegst du ja im Umkreis von 400 Kilometer jeden Scheiß. Mhm. Aber wie, nachdem du 2000 in der Szene unterwegs warst und jetzt 2020 quasi wieder unterwegs warst, wie arg hat sich das für dich verändert? Weil ich glaube, 2000 war es ja eher so Bergmarathons. Das war halt so das Ding, was es gegeben hat, zu den normalen Marathons und fertig. Und heute gibt es halt die wüstesten Trailläufe. Die Bergmarathons sind eher so die 80er-Jahr-Partie. Ja, ist ja damals schon auch immer schwierig. Also 100 Kilometer vom Biel zum Beispiel ist eigentlich auch 100 Kilometer Traillauf gewesen schon seinerzeit. Oder der Swiss Ultra in Davos, den bin ich einmal gelaufen. Den hat es auch gegeben mit die Königsdisziplin 120 und 5000. Also es hat schon immer schwierige Läufe gegeben. Es hat dann auch Freunion in der Karibik ein Crossing gegeben. Also das hat schon immer gegeben. Es war einfach damals noch nicht so allgegenwärtig, weil das Medium Internet einfach nicht so präsent war. Da hast du halt irgendwo auf der Welt irgendeinen Flyer aufgeschnappt. Wie zum Beispiel beim New York Marathon oder beim Florenz Marathon. Oder irgendein Laufmagazin, ein ausländisches. Und da war dann auf einmal drinnen der Lauf um einen Ätna mit 80 Kilometer oder mit 110. Und dann hast du halt irgendwie erfahren davon, dass es da einen Lauf gibt in Süditalien. Und dann bist du halt runtergefahren. Wie hast du dich dann angemeldet? Also ganz, ganz blöd gefragt, so aus der Generation Internet. Ja, na, so richtig noch mit Fax und so. Ja, Ringfax. Wow. Da hat man dann so mit Leuten vielleicht dann noch telefonieren müssen. Ohne telefonieren, ja. Also wirklich, das waren schon noch. Aber die Szene an sich hat sich, glaube ich, nicht wesentlich geändert. Es ist. Früher war halt der Kern kleiner. Oder Marathon des Sables hat es ja damals schon gegeben mit den Al-Hansel-Brüdern. Ich glaube, den gibt es ja seit 25 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. So irgendwas, 30 Jahre. Und dann Idariot in Alaska hat es gegeben. Also, ja, den Comrades Marathon. Genau, den hat es auch gegeben. Also viele Sachen hat es schon gegeben. Man hat halt nicht jeden Tag, wenn man ins Internet geschaut hat, irgendwie eine Einladung dazu gekriegt. Mhm. Und heute ist es, ich finde es auch gut, dass sich die Szene entwickelt und dass die generell die Bevölkerung zur Bewegung sich wieder aufrafft. Also, ein Aspekt, der mich irgendwie noch interessieren würde, ich meine, du erzählst ja da so recht beiläufig von irgendwelchen 100-Kilometer-Rennen, Race Across America und ich meine, ich bei meinen dann teilweise kleineren Rennen, ich kenne das immer, dann du arbeitest halt ewig lang auf was hin, du baust dich körperlich auf, mental auf, wie auch immer, dann ist das Ding da. Und was ich dann immer so habe, ist dann nachher so ein bisschen so einen, ich nenne es immer Laufblues, weil dann ist das alles raus und fertig und dann stehst du plötzlich da und denkst da, was kommt jetzt?
Wie geht es dir so? Ich denke jetzt so speziell an erstes Race Across America, da ist die Aufregung sicher noch besonders groß. Mhm. Und dann kommst du wieder zurück, sitzt in der Wohnung und denkst dir, das war's jetzt. Also wie sind solche Momente irgendwie? Die empfinde ich nicht so extrem, weil ich suche mir dann gleich mal Folgeziele und das müssen keine großen sein. Also ich habe zum Beispiel mit einem Halbmarathon oder so jetzt am Wochenende in Österreich läuft und ich laufe einen Halbmarathon. Das ist für mich auch ein Ziel. Ich meine, jetzt wäre ich kein Halbmarathon in 1:04 rennen und ich werde dann nicht in 1:50 rennen, aber da habe ich so eine Wunschzeit für mich vor Augen, wo ich mir denke, okay, dort würde ich gerne hin und dann mache ich das auch ein bisschen, dass ich ein bisschen eine Vorbelastung mache und eine kleine Superkompensation jetzt Donnerstag, Freitag. Also ich suche mir noch eine kleine Ziele schon und auf die bereite ich mir auch vor. Mhm. Das war beim nach dem Race Across America auch so. Also dann kommst du halt nach Hause und dann denkst du, naja, jetzt ist dort einmal Mountainbike-Rennen mit 100 Kilometern und fast halt das Mountainbike-Rennen und bereitest dich auch vor und schaust, dass das Radl gut benannt ist und dass super kompensiert am Start stehst. Auch wenn du weißt, dass du keine Leistung abrufen kannst und dass du müde bist und dass ja. Ich mag das, ich mag. Okay. Also du schaust, dass du immer ein Ziel hast. Richtig. Und ich mag auch das Messen mit anderen. Und das Messen mit anderen wird oft missinterpretiert. Das muss nicht der Kampf um den Sieg sein oder dass man sich dort duelliert, sondern ich mag mit anderen Menschen gemeinsam Leistung erbringen und ob mir jetzt der Weber Kilometer 30 überholt oder ich ihn. Ist mir wurscht. Ich mag das sich antreiben, das gegenseitig antreiben. Und das macht dich ja im Endeffekt nur besser, weil warum haben alle Spitzensportler, gerade im Marathon, einen Pacer vorne? Das heißt, du brauchst irgendein ein Zugpferd, das dich einfach antreibt. Oder auch wenn es jetzt ein Gegner ist, wenn du diese klassischen Rivalitäten, ich meine, mir fällt jetzt spontan im Skisport ein, Hirscher gegen genau. Ja. Meiner Meinung nach wäre der Christoffersen ohne den Hirscher nie so gut geworden und umgekehrt, weil sie einfach, sie waren sich gegenseitig der Grund, warum sie in der Früh aufgestanden sind, die halbe Stunde früher und den 1% mehr gemacht haben. Richtig. Und ich mag ja diese Sachen am Start stehen und gemeinsam mit einer gewissen Unsicherheit, weil jeder Ultra ist eine Unsicherheit. Es kann immer irgendwas sein, ob der jetzt 50 Kilometer ist oder 250. Und diese spezielle Stimmung am Start, das ist für mich ganz wichtig. Und das muss jetzt nicht immer sich toppen. Das können auch kleine Läufe eine spezielle Stimmung haben. Das kann auch ein 10-Kilometer-Lauf sein, der einfach diese Nervosität vom Start und dieses Angespanntsein, das ist wichtig für mich. Da kannst in keiner stehen, über einen Bumpgun ronisinieren und plötzlich kommt der Pfarrer ums Eck und schon hast du eine spezielle Stimmung. Ja, das ist richtig. Also das passiert ja auch nicht immer, oder? Da war ich sehr entrückt. Mit Bundessägen und dem dampfenden Weihwasser auf der Haut an den Start gehst. Oh ja. Aber ist das quasi das, was dich all die Jahre quasi motiviert hat? Weil ich denke mal, du machst das jetzt dann schon seit 20 Jahren oder länger. Hast jetzt Gefühl für so, wenn wir uns irgendwie so gut wie alles gemacht, was mir irgendwie zu machen gibt. Ich meine, viel, viel Extremeres gibt es ja da noch nicht. Und trotzdem hast du noch so diese Freude an der Bewegung oder am Sport. Hm. Ist das genau dieser Wettkampf, der dich dann auch irgendwie wieder antreibt, doch wieder weiterzumachen? Ja, ist es. Ja, schon. Also wie gesagt, der Zyklus, also Österreich läuft, Halbmarathon, denke mal, es wäre cool jetzt, denn unter 20 Rennen. Das ist für mich so ein Ziel, wo ich schon jetzt tüftle ein bisschen, weil ja die Streckenwahl frei ist, wo ich laufen könnte und wann ich laufe. Ob jetzt da, ich habe mir gedacht, Freitag am Abend wäre es gut, so um 20 Uhr, da ist eine relativ hohe Testosteronausschüttung. Also da bastle ich dann schon herum an mir und denke mir, okay, was wäre, und wenn ich 1:25 renne, geht die Welt auch nicht unter, aber ich persönlich habe ein Ziel, und auf das arbeite ich hin. Ja. Ja, das ist eigentlich die Grundessenz, warum ich das mache und warum es mir Spaß macht. Ich habe dann mich ein lustiges Interview mit dir rausgesucht, wo du gefragt worden bist, nach dem Race Across America 2008, warum machst du das? Oder ob das Leiden nicht im Vorrang steht? Also was ist dein Antriebsfeder? Und du hast doch... Also so eine echte Freude an dem Ganzen empfindest du eigentlich ganz selten dabei. Ja, ich kenne das Interview und die Überschrift war echte Freude am Tun empfinde ich selten. Und das ist ja auch richtig. Also ich finde das ja, zu dem stehe ich nach wie vor. Wer jetzt bei einem
damit wir beim Laufen bleiben, wir beim 200-Meilen-Lauf, bei Meile 150 gefragt wird, ob es ihm jetzt gerade Spaß macht, und der sagt ja, der ist entweder Blöd. debil oder Autist, aber sicher nicht bei voller geistiger Leistungsfähigkeit. Und ich habe die Aussage damals eben auf das Wettkampfszenario bezogen. Natürlich ist es beim Race Across America nach 2000 Kilometern nicht lustig, das zu tun. Und da hast du ja keine Freude an der Bewegung. Die Freude ist dazwischen. Die Freude ist das, was du brauchst, um die Motivation aufrecht zu erhalten und um die Motivation auch im Training abrufen zu können. Und das ist schon auch eine Freude und für mich auch ein bisschen Luxus, wenn ich jetzt in meiner Tätigkeit als Unternehmer einmal am Vormittag 3 Stunden frei nehme und einmal auf einen Berg laufe. Das ist schon Freude am Tun. Okay. Natürlich, es gibt Wettkämpfe, es ist nicht immer alles lustig. Es ist weder im beruflichen, noch im privaten, noch im sportlichen Leben immer alles happy peppy und es soll auch gar nicht so sein. Und diese plakative Überschrift ist da ein bisschen vielleicht aus dem Kontext geraten, aber ja. Na, Ja, ich glaube immer. ich finde es sehr schön, weil ich mir denke, ich habe jetzt dabei. Ich habe manchmal beim Laufen, finde ich es auch ganz lustig und ganz schön, und da hast du einen guten Moment, da denkst du, ach, heute geht es aber wirklich geil. Aber also Training per se oder Wettkampf ab Kilometer X, schön, nein, was nicht. Also, wenn du dem Typ bist, dann ist geil. Und Richtig. wenn du sagst, hey, den da vorne bock ich noch ein, oder hey, heute bin ich gut drauf, ja, aber also. Wenn mich wer fragt, ob mir Laufen Spaß macht, wird die Antwort wahrscheinlich nicht ein uneingeschränktes Ja sein. Darum, das sehe ich auch so. Also ich glaube, Sport auf Leistungsniveau oder mit Leistungsambitionen birgt immer auch unangenehme Sachen. Weil wenn ich heute einen 3-Stunden-Trail-Lauf mache mit meinem Hund über die Hohe Veitsch bei Kaiserwetter, dann macht das schon Spaß. Und wenn ich aber natürlich 15 Mal 1000 Kilometer zum Rennen habe, so wie bei mir halt 4:30 oder 4:20, dann macht es keinen Spaß. Und wenn es dann regnet auch noch und der Wind geht, dann ist es einfach nicht cool. Und wem das Spaß macht, der ist gesegnet. Dem soll es ja weiterhin Spaß machen. Mir tut es nicht. Ich finde, man muss immer auch mit dem Terminus Spaß irgendwie umgehen. Ich habe immer das Gefühl, man darf nur zu etwas Spaß sagen, wenn es irgendwie so ein rosiges Gefühl ist. Also Das ist richtig. Ich finde da. kann ja trotzdem dieser Schmerz, nur der Zustand, dass man Schmerz hat, heißt ja nicht, dass man keinen Spaß empfinden kann. Man kann Aber ja ich auch finde. an diesem Gefühl und dieser Überwindung dieses Gefühles, sicher nicht im Moment, aber danach und damit im Gesamten ja auch Spaß empfinden. Ja, ich finde es immer verstörend, wenn man jemand viel Spaß wünscht, auf irgendein Projekt bezogen. Also viel Erfolg wäre ja noch gut, aber viel Spaß. Wenn ich jetzt sage, ich mache Everesting und dann schreiben sie mir in der Früh auf Facebook viel Spaß, dann denke ich mir, okay, irgendwie habt ihr es nicht verstanden, was ich jetzt vorhabe. Naja, ich hab's verstanden und gerade deswegen hab ich da viel Spaß. Ich komme dann in 7 Stunden und schau mir dein Gesicht an. Ja, das war ja harmlos, zum Glück. Ja. Aber hast du, um noch kurz den aktuellen Kontext auch mitzunehmen, jetzt mit Corona und diesem Wegbleiben der Wettbewerber und die, wie du auch vorher gesagt hast, auch ein Teil deiner Motivation, war das schon so ein bisschen ein Problem, was du jetzt hattest, wo jetzt dann irgendwie alles für einen Moment irgendwie so geschienen hat, würde es jetzt keine Veranstaltung mehr geben? Nein, das war kein Problem, weil ich einfach einmal den Luxus auch gehabt habe, das Training ein bisschen innovativer zu gestalten, und ich habe mir einfach mehr Freiraum in meine Trainingsroutine eingebaut. Also ich habe sehr viele Sachen gemacht, die ich sonst halt nicht tue. Sehr lange Bergtouren und eben das Everesting oder ja, es ist ein bisschen nicht mehr, ich habe jetzt nicht so strikt nach Plan trainiert, wie ich jetzt trainieren würde, wenn ich das Race Across irgendwas fahren würde im Juli, dann hätte ich jetzt wirklich eine komplette Timeschedule und mein Tag wäre auch dementsprechend getaktet in Bezug auf beruflich, familiär und Sport. Und jetzt nehme ich mal halt schon ein bisschen so eine Laissez-faire-Freiheit raus, dass ich sage, okay, wenn es jetzt der scheiß Wetter ist, dann gehe ich jetzt nicht 6 Stunden Radfahren, sondern gehe 2 Stunden laufen und die Sache ist erledigt. Also das Training ist nicht mehr so spezifisch, weil ich keine Notwendigkeit sehe, jetzt in Wettkampfform zu sein, wenn kein Wettkampf ist. Das wäre Ressourcenverschwendung, meines Erachtens nach. Also für das habe ich ja zu wenig Energie, dass ich das Ganze auch in Wettkampfform bin. Ja, was auch unrealistisch ist, glaube ich, weil du irgendwann ausbrennst. Du kannst nicht den
immer darum ist es jetzt, für mich ist das jetzt wirklich so eine Wohlfühlzone. Also ich mache sehr viel Sport, ich mache sehr lange Projekte, aber ich mache jetzt nicht irgendwas mit Gewalt jetzt. Eben wie gesagt, ich hätte morgen zum Beispiel eine sehr lange Bergtour geplant gehabt mit einem Kollegen und dadurch das Wetter jetzt so schlecht ansagt, haben wir gesagt, dann machen wir die nicht und dann gehen wir halt 2 Stunden rennen oder 2,5 und sparen wir die 8 Stunden im Ring herumgehen. Mhm. Ja, macht doch irgendwie absolut Sinn. Also man muss sich ja dann auch nicht unnötig quälen. Und vor allem Reisekurs Amerika hast du halt den Luxus nicht. Da musst du halt schauen, dass du die Kilometer unterbringst. Und da ist es dann halt so, da musst du dann eher auf Stur schalten und wenn es dann die Arschkarte ziehst und du hast 8 Stunden ein Programm und es regnet, dann musst raus. Ja, hilft eh nichts. So das. Drum hat mir das, diese Entschleunigung von Corona eigentlich in meinem sportlichen Denken befreit. Und ja, wirtschaftlich und so ist das wieder andere Sache, aber gut. Ja. Das kannst du sowieso nicht ändern. Also ich denke immer, das weiß jetzt eh keiner, wie das dann alles weitergeht und du kannst eh nur abwarten und Tee trinken und das Beste daraus machen, weil was anderes, wenn du jetzt durchdrehst deswegen oder verzweifelt wirst, macht die Sache erstmal auch nicht besser. Ja, richtig. Und ich weiß ja nicht, ob heuer da noch irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt der Status quo ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe auch irgendwie nicht davon aus. Also ich habe jetzt für 2 Rennen auf dem Radar und zwar Amsterdam im Oktober und dann 2 Wochen drauf an 200 Meilen Lauf in den USA. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Bei welchem würdest du in den USA mitmachen? Das ist ja ganz was Kleines, das ist der Death of Chilis in New Mexico. Ah, okay. Also nicht einer, weil es gibt ja irgendwie von den 200 Meiler gibt es irgendwie von der Band Candice Bird, die sind irgendwie die großen, die, das sind 3, glaube ich, irgendwie Tahoe, Moab und also habe ich vergessen. Tahoe 200 hat er erst abgesagt und Moab ist abgesagt. Also ich glaube, dass nur, wenn du was laufen kannst, dann die Kleinen durch die Covid-19-Restriktionen. Ja. Und der schaut jetzt momentan nur, der ist open Registration, also möglicherweise funktioniert der. Warum es mich in die USA zieht, ist einfach so, dass wir seit 15 Jahren jedes Jahr dreimal in die USA ziehen und sehr viele Bekannte und Freunde dort haben und das dann meistens auch ein bisschen so ein Come Together ist. Also wir mischen das dann immer mit ein bisschen, es fühlt sich schon ein bisschen nach zweiter Heimat an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren subsumiert ein Jahr meines Lebens in den USA verbracht. Mhm. Und drum fliege ich gerne rüber. Ist es auch von man hört ja immer wieder, gerade in amerikanischen Podcasts wird das immer viel diskutiert, der Unterschied so zwischen amerikanischen Rennen und europäischen Rennen. So amerikanisch eher so ein bisschen das noch familiäre und in Europa teilweise halt schon sehr auf große Veranstaltungen, sag ich mal, die UTMBs dieser Welt anschaue. Wie siehst du da den Unterschied jetzt zwischen den Vibe bei den Rennen? Ich glaube, das hat mit der Persönlichkeit der Amerikaner zu tun, mit diesem leicht oberflächlich hysterischen, wir sind jetzt für diesen Tag die besten Freunde der Welt. Ich mag diese Oberflächlichkeit. Also da muss man sich jetzt nicht in tiefgründige Sachen verstricken, sondern da ist man halt während des Events ist jeder der beste Buddy vom anderen und jeder hilft. Also sie sind sehr, sehr hilfsbereit und sehr emotional und sehr angenehm, aber auf eine herrlich unkomplizierte, oberflächliche Art und Weise. Mhm. Ich mag das gern. Das ist so. In Amerika kommt mir immer vor, du buchst ein Gesamtpaket aus Entertainment und Motivationsstrategien, weil sie bei jeder Lavestation eine Party feiern, als wenn es gerade Jahrtausendwechsel wäre. Also, aber grundsätzlich, du bist dann aber trotzdem wurscht. Ja, das genau. Ist das Schöne dran. Ja, ich mag das da. Also, man fühlt sich dann auch nicht in irgendeiner Bringschuld, dass man dann besonders freundlich ist. Man saugt es auf, was man aufsagen will und muss aber nicht mitspielen. Da sind die Arme sehr schmerzbefreit. Ja. Also ja. Und es ist schon familiärer. Es ist nicht so ultra durchstrukturiert wie jetzt der Transalpine Run oder so. Ja. Mhm. Deswegen mache ich ja gern so gerne Läufe. Ich meine, das heißt auch wirklich kurze Sachen. Aber die finde ich halt auch ziemlich cool, wenn du mit, weiß nicht, 8 Menschen irgendwo mitten in der Pampa umeinander stehst. Und das hat halt der Sportverein irgendwas aus dem Boden gestampft. Das ist so, wie wenn du einen Traillauf, weiß nicht, ja, in der Stanz machst oder der falsche Grenzstaffellauf. Ja, das finde ich auch schön, ja. Wo am Sportplatz einfach ein Zelt aufgestellt wird, die zwei Dorfpolizisten sperren die Straßen ab für 7 Minuten und gehen wir geht schon.
dann ist es wurscht. Und du läufst halt am Friedhof vorbei, während irgendwie 8 Omas umgegangen und die Blumen zum Fottern bringen oder so irgendwie. Und du sagst, na gut, die 4 Sekunden haben wir auch noch Zeit, dass die über die Straßen los. Naja, ich finde am Ende des Tages, das zeichnet ja auch, glaube ich, Ultraläufe aus, geht es ja dann eh für einen Großteil von uns jetzt nicht um Sieg oder um irgendwelche Preisprämien oder Gelder, das ist vielleicht für einen Kilian Jornet interessant, aber für 95% der Ultraläufer geht es um den Kampf gegen sich selbst und um das Messen mit anderen und um das Erreichen von persönlichen Zielen, weil jeder, der jetzt bei irgendeinem Lauf an den Start steht, hat wahrscheinlich irgendeine Wunschzeit oder eine Wunschplatzierung. Und das ist das, dazu muss man nicht 1000 Starter haben, um jetzt eine gute 100 Kilometer Zeit zu erlaufen, zum Beispiel. Ja. Oder auch nur einfach durchkommen. Es ist dann auch eine Leistung sich selbst, weil das war, was mich halt vor allem an dem gereizt hat, weil irgendwann, wenn ich gedacht habe, Stadtmarathon schaut auch aus wie alle. Du hast halt unterschiedliche Häuser da stehen, aber im Endeffekt, es ist irgendwie dasselbe. Und bei mir war es dann vor allem die Distanz, dass mich irgendwie dazu getrieben hat. So. Richtig, ja. Also ich glaube, es ist, wenn du länger Bestand haben willst im Sport und dem Sport auch treu bleiben willst, dann musst du für die deine individuellen Zielsetzungen basteln. Ich glaube, schwierig wird es, wenn du natürlich immer nur auf andere schaust und schaust, okay, was leisten die, was bringen die zusammen, wie schnell sind die, weil dann kannst du natürlich bald einmal in den Status der Resignation kommen. Wo wir zu Peters Frage kommen, weißt du jetzt schon, Peter, warum du laufst? Keine scheiß Ahnung, weil ich sonst auch nichts kann. ich muss wirklich sagen, Laufen ist für mich was, wo ich sage, kann ich machen, kann ich überall machen, brauche ich nichts wahnsinnig intensiv über Equipment nachdenken oder sonst irgendwas. Das kannst du halt einfach machen, weil Schwimmen brauchst du ein Schwimmbad. Radlfahren ist teuer, kombiniert bist du Triathlet, dann magst du dich selber nicht mehr sozusagen. Bergsteigen brauchst du einen Berg, ist in Wien halt auch irgendwie doof. Was heißt nie? Ich meine, zum Einradfahren bin ich zu doof. Es gibt halt einfach so viele Sportarten, wo ich jetzt deppert bin dafür und da ist Laufen dann das, was ein bisschen am Schluss überbleibt. Weil Skifahren, ja, habe ich auch gemacht, wie ich klein war. Super, super. Habe ich gemacht, wie ich in der Jugend irgendwann einmal war. Aber du brauchst einen Berg, du brauchst einen Lift und du brauchst einen Arsch voll Kohle, wenn du das machen willst. Und ab 25 kannst du das in die Haare bieten. Weil wenn du das bis dahin nicht geschafft hast, dann war es das. Und laufen kannst du halt auch mit 60 noch. Weil dann kannst du schauen, dass du Erster wirst, indem du einfach durchkommst und überlebst. Ja. Dann gewinnst du die Altersklasse. Und was ich aber witzigerweise auch festgestellt habe, je länger ich gegangen bin, und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so weit gegangen, aber trotzdem, festgestellt, dass es aber dann auch nicht immer die Länge sein muss. Also es ist genauso, ein 15-Kilometer-Lauf kann da genauso alles geben wie sonst irgendwas. Also dann wieder nur auf die Distanz zu schauen, ist halt auch irgendwie, es geht einfach nur ums Tun selbst. Da ist die Länge ja, egal. Ich finde es ab und zu sehr spannend für mich als jetzt Langstrecken-Spezialist dann was ganz was Kurzes zu laufen. Ich bin mir sicher, dass ich gelaufen bin, aber ich weiß die Distanz nicht mehr. Silvesterlauf heuer mit Zuschlag waren, glaube ich, 5 Kilometer. Ja, den Herzlauf bist du auch gelaufen. Oder Herzlauf. Mit, ja, der war 6, 8 oder 9, so irgendwas, ja. Das ist halt, ich finde das auch lustig ab und zu. Das ist auch eine Form des Laufens, die halt nicht gerade meine Paradedisziplin ist, aber das tut mir zum Beispiel dann weh. Und da muss ich dann halt kämpfen und leiden und ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich alle, wenn du da denkst, dann nur 7 Kilometer, nach 1 Kilometer schaust du auf die Uhr, da steht dann Durchgangszeit Kilometer 1, 3, 15, Puls 196 und du denkst da, boah, ob das nicht gescheit war. Was? Schnell starten? Wir? Na, mich? Ja, das ist zum Beispiel, finde ich, ich bin da immer wieder erstaunt, wie lang das 8 Kilometer sein können. Oh ja, oh ja. Faszinierend. Und das ist das, was ich halt immer versuche, ist, oder mein Motto ist, so quasi aus der Komfortzone rauskommen. Das kann eben, das ist eben das Spannende, dass das extrem facettenreich sein kann. Ich habe das dann auch letztes Jahr, nach einem halben Jahr, habe ich irgendwie gedacht, was mache ich jetzt? Was für ein Ziel will ich jetzt verfolgen? Und habe mir gedacht, ich muss meinem Motto treu werden und habe halt mich echt ein halbes Jahr lang drum gekümmert, oder 4 Monate drum gekümmert, meine neue Halbmarathon-Bestzeit zu drücken. Und das war gerade am Anfang echt eine Herausforderung, weil du hast viele kurze Läufe, du hast viele schnelle Läufe, du hast viele Intervalle, du hast viel Tempo.
ich habe auf einmal dann meine langen Läufe auf der Geraden auf der Donauinsel machen müssen. Das war schon vom Kopf her nicht einfach, das irgendwie und den Schalter umzulegen. Und sowas finde ich halt auch irgendwie wahnsinnig spannend, sich selbst auch dann so herauszufordern, kann wahnsinnig spannend sein. Also das bin ich gern gelaufen, diese klassische Meile in der Mariahilferstraße, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Nein, also kenne ich nicht. Wo ist die? Nicht jetzt, da war früher ein Wettkampf, der war immer abends, wie einer Night Run oder so. Und das war eine klassische Meile, 1,6, 7 irgendwas Kilometer auf der Mariahilferstraße, stadteinwärts. Nein, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Gürtel drauf in der Stadt und dann Richtung Richtung Museumsquartier rein. Mhm. Und das war faszinierend, wie lange eine Meile sein kann, wenn es wirklich, weil durch die Dynamik, da waren natürlich Kurzstreckenspezialisten dabei. Und wenn es das einfach mit, weiß ich nicht, 3:10 anrennst, das dauert dann wirklich lange, bis die 700 Meter dann um sind. Und eben, das sind auch für mich Herausforderungen. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr Cross-Country-Rennen gefahren, mit dem Mountainbike. Mhm. Vollkommen atypisch, hochtechnisch, unglaublich hohe Grundgeschwindigkeit, der Start bergauf, Massenstart. Also alles genau das, was ich sonst im sportlerischen Leben nicht machen muss oder machen brauche. Und ja, so ist es halt eine riesengroße Spielwiese, finde ich, dieser Planet, wo man sich austoben kann in allen Bereichen und klimatischen Regionen. Und gibt da genug zu tun. Bist du eher alpin oder bist du eher Flachländer bei solchen Sachen? Alpin bin ich eher. Trotz meiner Statur kann ich sehr gut anscheinend, ich habe einen sehr kurzen Schritt und bin eher sehr stämmig, aber kann halt sehr viel mit Kraft kompensieren. Und jetzt, was ich so beim Dings gesehen habe, beim Grenzstaffellauf, bist du ja so wie der Flo, so Jim die Lokomotive, einmal einen Schritt angelegt, bergauf und dann einfach durchzogen. Naja, der Grenzstofflauf ist insofern ein bisschen ein Sonderfall, weil ich dann schon so oft gerannt bin, dass ich eigentlich weiß, was ich zu tun habe und welchen Schnitt, dass ich rennen kann, ohne dass was passiert. Und das ist einfach nur Erfahrung. Also der Grenzstofflauf ist vielleicht da ein bisschen ein Ausnahmefall. Mhm. Okay. Da weiß ich auf Punkt genau, wann was wie zu tun ist. Das musst du nächstes Mal ein bisschen im Peter erklären, dass er dann nicht beim Teufelsteig oben eingeht und ich glaube, dass ich ihn nicht mehr hochbringe. Also. Ein Teufelsteig ist immer gut, wenn man vielleicht gehend beginnt. Bin ich? Ich gehe zum Beispiel von der Lave unten, von der Rotzollabe bis zum Ausstieg des Teufelsteigs mache ich nie einen Schritt laufend. Und auch ich bin im Grenzstofflauf in 4,50 gerannt, da bin ich auch kein Meter gerannt von dieser Passage. Von der Rotzoll weg schon? Das ist ja spannend. Weil doch ich gehe alles durch. Ja gut, zu dem Zeitpunkt hat der Peter auch nicht mehr laufen können, also da war schon wurscht, da war nur noch gehen möglich. Also das. Psst, das musst du jetzt nicht erzählen. Doch. Und dann eine ganz, ganz wichtige Frage, ja, weil du ja auf volkstümliche Musik im Allgemeinen stehst. Mhm. Beim Laufen nichts hören oder Ohren zuballern lassen? Oder nee, also ich höre witzigerweise beim Laufen, ich höre bei Sport fast nie Musik. Okay. Keine Ahnung warum. Musik macht mich irgendwie beim Laufen und beim Radfahren nervös. Also ich habe beim Race Across America hinten sehr große Boxen, die mir einfach irgendwas Lautes nach vorne brüllen. Da kannst du aber sehr schwer aufgrund der Tonqualität differenzieren, ob das jetzt gerade, was das jetzt da ist. Aber keine Ahnung, mich lenkt das immer ein bisschen von mir selbst ab. Also das Bedürfnis habe ich nicht, ich trainiere auch nicht mit Musik. Okay. Also ich mag auch sehr gern die unterschiedlichen Geräusche der Natur, also zum Beispiel jetzt, ich mag auch Regen gern, ich mag das hören, ich mag wissen, was um mich herum passiert. Das ist mir wichtig. Okay, das heißt, du machst, der Flo, du bist ja eher der Podcast-Hörer. Ich bin der Podcast-Hörer, ja. Ja, das mir beim Laufen zum Beispiel zu langsam ist, normalerweise, beim Zuhören. Also ich habe sogar bei Trainings irgendwie wahnsinnige Musik am Ohr, einfach nur, damit möglichst jedes Geräusch und jede Regung, die ich in mir verspüre oder irgendwas hören könnte, abgetötet wird. Ja, schon erstickt. Also ich mache auch bei Zwift, bei den langen Einheiten, ich höre Zwift. Wirklich? Also, ja, ich höre. Aber das ist Zwift-Geräusch. Also Everesting bin ich 11 Stunden mit Zwift im Ohr gefahren. Ja, aber ich meine, das ist wie wenn du Testbüro tust. Das beruhigt mich, da höre ich nichts. Da höre ich einfach die Vögel auf Zwift und das finde ich super. Oder den Wind.
Aber ich kann das schon ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ich zugegebenermaßen, ich höre schon noch gerne und viel Podcast, aber es gibt schon so Momente, gerade im Wald, wenn es dann irgendwo so die Stimmung ist, dass ich dann echt den Podcast abdrehe und dann hörst du irgendwo die Vögel da zwitschern, irgendwo die Blätter, die sich bewegen. Das ist schon so eine ganz eigene Stimmung, die dann irgendwie aufsaugst. Was bei mir noch dazu kommt, ist, dass ich bin viel zu lazy, dass ich mich kümmere, ob irgendwelche Sachen aufgeladen sind. Also ich weiß, dass ich, wenn ich fünfmal mal vornehme, dass ich mit irgendeinem Art von technischem Equipment, wo Musik drauf gespeichert ist, laufen gehe, entweder connecten die Bluetooth-Ohrhörer nicht mit dem Telefon oder das Telefon wird leer oder die Kopfhörer werden leer oder es ist immer irgendwas und ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. Echt nicht. Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, warum, früher hat es einen Walkman gegeben, wenn es sowas wieder finden würden, dann wo man eine Kassette reinlegt oder einfach auf Play drückt. Aber ich weiß nicht, wie viel tausend Bluetooth-Kopfhörer ich schon in allen Variationen getestet habe und dann fliegt der wieder raus, dann wird er hin, dann schlagt der Blitz ein. Irgendwie habe ich es dann aufgegeben. Ja, da muss einfach, man muss wieder zurück zu analog, dieses ganze Analog, Digitale. ja. Ich würde voll gerne mit einem analogen Plattenspieler Naja, am Rücken laufen. aber am Rad Wir brauchen wahrscheinlich. jetzt übrigens, wir brauchen eine Frage jetzt dafür die Verlosung des Trikots. Stimmt. Das ist richtig. Puh. Jetzt Jetzt wird es richtig spannend. ist so gemeinschaftliches Wissen gefragt. Ja, was könnte man jetzt da? Also wir verlosen ein Trikot von meinem Ausstatter, gell, von Dove Sportswear, im Wert von 280 Euro gebrandet. Also es ist völlig wurscht, was ihr jetzt da beantwortet, Leute. Das nahe immer sowieso ein. Interessant wäre natürlich irgendwas, was wir jetzt dann noch überhaupt nicht erwähnt haben in der Folge. Was weiß ich, was war der weiteste Lauf? Was waren die meisten Höhenmeter? Bist du das Everesting schon mal, hast du das schon mal Outdoor auch gemacht? Und wenn ja, wo? Also so ein bisschen was, wo Menschen auch dich ein bisschen stalken müssen. Das würde ich ganz spannend Ich hätte finden. jetzt eher an so irgendwelche Übermitteln von Nacktfotos gedacht und nicht an irgendwas stalken. Aber gut. Du kennst unser Publikum nicht, gell? Nein. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob du wirklich von jedem, der solche Podcasts hört, Nacktfotos hören willst. Es gibt schon alles am Markt im Internet, was man so machen kann. Das ist richtig. Gut, dann machen wir ein sportliches Quiz. Everesting. Ich habe das Outdoor gemacht. Wer der Erste ist, der an die Redaktion eine E-Mail schreibt und sagt, auf welches berühmte Haus ich gefahren bin, 24 Mal, der kriegt dieses Trikot. Er möge dann nur noch sagen, ob er Männlein, Weiblein oder divers ist. Divers haben wir leider nicht, aber Männlein und Weiblein haben wir. Und die Größe. Small, Medium, Large oder X-Large, wobei X-Large und Large haben wir auch nicht. Also. Aber sonst gibt's alles. Sonst gibt es alles. Das freut mich sehr. Und ich kann euch einen Tipp geben. Ihr werdet das entweder über die Medien mitbekommen oder über irgendwelche Kanäle, die der Franz B. oder vertreibt. Also es ist jetzt nichts, was man irgendwo raten muss. Also man kann es nachlesen. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage, bevor wir dich dann entlassen, weil jetzt sind wir doch schon fast eine Dreiviertelstunde unterwegs. Was sind so deine nächsten Ziele, wo du sagst, das ist was, ich meine, wir haben teilweise schon was von Russland gehört oder so, aber so das, wo du sagst, das noch, da juckt es mich wirklich unter die Finger. Also gibt es drei Ziele. Also was mir unter die Finger juckt. Es gibt also ein kurzfristiges Ziel. Ich möchte einer von wenigen Menschen sein, die das Everesting auch zu Fuß gemacht haben. Im Juni würde ich gerne den Schöckl in Graz, den Grazer Hausberg, ein paar Mal bezwingen und dem diese 9000 Höhenmeter machen. Was schon seit Jahren an mir, eine Idee, die seit Jahren in meinem Kopf heranwächst und nagt, ist einen hohen Berg zu besteigen. Das wäre auch ein lohnendes Ziel und das möchte ich schon umsetzen in den nächsten 2, 3 Jahren. Und auch in puncto Reise aus Amerika wäre schon meinerseits die Bereitschaft, da noch einmal rüberzufahren, wenn sie sich finanzieren lässt mit irgendwelchen Mitteln. Also wenn ich zumindest, ja, wenn es irgendwie geht und meine wirtschaftliche Lage das zulässt, dann würde ich auch gerne mal nach Amerika und an hohen Berg. Also jetzt kein klassischen 8000er, die sind wir doch ein bisschen zu überlaufen.
Aber vielleicht, was auch in Pakistan gibt es sehr gute 7000er, die nicht so häufig begangen werden und sowas, würde mich schon auch reizen. Aber so was ganz Isoliertes und Ausgesetztes und ja, ein bisschen weg vom Mainstream. Ja. Die Ideen gehen dir mit einem Wort überhaupt nicht aus und viel Ach. zum Entdecken. Ja, das gibt es zum Glück. Zum Glück gibt es noch viel zu entdecken, ja. Peter, hast du noch irgendwas? Na, ich glaube, ich habe soweit alle meine Fragen, die ich heute hatte, angebracht. Im Zweifelsfall laden wir den Franz einfach nach dem Schöckl noch einmal ein und fragen ihn, ob es Spaß gemacht hat. Wir können ihn einfach dabei irgendwann beobachten und währenddessen fragen. Ich glaube, da kriegt man die schönsten Antworten. Ja, das können wir sicher machen. Also ich, beim Schöckl, es gibt auch Alternative. Ich bin ja nicht hundertprozentig sicher, ob es der Schöckl wird, weil ich nicht weiß, wie compliant die Schöckl-Seilbahnen sind bezüglich Eröffnungszeiten, weil die doch recht kurz nur rauf und runter fahren. Und ich würde es gern vermeiden, dass ich nach 7000 Höhenmeter dann runterlaufen muss. Und der Schöckl ist technisch sehr schwierig. Er mag zwar nur so ein kleiner Berg sein, aber er ist wirklich, wer ihn kennt, die Lifttrasse auf dem Schöckl rauf ist wirklich technisch schwere Schicht. Das muss ich nach 12 oder 14 Stunden nicht mehr haben. Ich habe mir auch gedacht, die Hohe Veitsch wäre auch eine Möglichkeit, und zwar auch die Lifttrasse und dann mit dem Sessellift runter. Also du gehst immer nur rauf quasi. Ja, genau. Also Everesting beim. Da gibt es eben die Everesting CC Website und da kann man sich auch offiziell dann anmelden und registrieren und muss dann auch die ganzen Files und so übermitteln und dann wird das geprüft und dann freigeschalten, dass man das absolviert hat. Und die Regeln beim Everest sind eben beim laufenden Everesting, dass man ein und denselben Berg mit Muskelkraft bezwingt. Die Abfahrt wird einem aber freigestellt. Man kann sich mit dem Auto runterführen lassen, man kann mit dem Rad runterfahren, sich abseilen, was auch immer man will. Man kann natürlich auch runterlaufen. Aber ich muss sagen, für das, dass das keinen Wettkampfcharakter hat und auch damit nicht jetzt irgendwie was zu lukrieren ist, wäre es mir das nicht wert, dass ich mir die Füße wirklich dann ruiniere. Also das ist so fair, muss man sagen, auch sehr, sehr gut trainiert, das ja, ich bin ja auch nicht aus Stahl und 8000 Höhenmeter oder 9000 bergab, das brauche ich nicht, weil dann ist einmal 3 Monate Sense. Und Ja. für das ist man einfach in einem Wettkampf, wenn es jetzt den UTMB rennst oder so, dann muss das dann eh, das ist dann eh der Saisonhöhepunkt im Idealfall, aber jetzt nur so zum Spaß und der Freude, die Knie komplett erledigen, das ist mir dann für Action. Naja, und die Feitsch, wenn du eben nicht ganz rauf musst, sondern nur eben den Sessellift, Die die Feitsch. Straße entlang machst, Ja. dann ist es nicht ganz so schlimm ausgesetzt, weil oben hast du das Problem, dass egal wie schön der Tag anfängt, kann es halt richtig grauslich werden. Richtig, und bei der Veitsch habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich dann rennen kann. Die Veitsch könnte wirklich durchgehend laufen, die 8000 oder 9000, und beim Schöckl muss das halt gehen. Und der Schöckl hat halt sehr hohe Drops, wo du auch steigen musst und eine gewisse Trittsicherheit brauchst. Ja. Und da denke ich mir, dass es ja wahrscheinlich, es hängt davon ab. Also primär geht es um die Compliance für die Betreiber der Liftanlagen. Ja, und die Feitsch werden natürlich logistisch für die wahrscheinlich leichter, oder? Ja, nein, also ich wohne da jetzt ungefähr 10 Minuten vom Schöckl weg. Okay, gut, Im Auto. dann ist egal. Ja. Das wäre wurscht. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, Es gut. hat uns wirklich sehr gefreut. Danke, dass du uns so lange zur Verfügung gestanden bist. Ich muss auch noch eine Frage stellen. Oh, Wenn sorry. da irgendwie massiv viele Nachfragen, Feedback oder sonstiges kommt, dürfen wir da das weiterleiten? Ah ja, freilich, natürlich, kein Problem. Weil dann können wir das nächstes Mal den Menschen beantworten. Ja, das können wir gerne machen. Super. Gut, Ja, das hat uns sage sehr danke für die gefreut. Einladung. Gerne. Danke fürs Kommen.